Hallo und herzlich willkommen zur gepflegten Lego-Unterhaltung, also Weihnachtsunterhaltung Teil 3. Ich sehe dich nicht. Ich sehe dich auch nicht. Du kannst uns mal rauszoomen, damit die sehen, wie groß der Karton ist. Ja, ich versuch's mal. Also unser kleines Projekt in Ganz Anführungsstrichen. klein, da ist schon nichts drin. Ach, überhaupt nicht. Nein. Kleinigkeit. Das seht ihr ja. Also, Fünf klitzekleiner Karton. Der ist voll mit Lego-Steinen. Also steht Lego drauf, ist auch Lego drin. Aber was? Tam, tam, tam. Weiß ich nicht. Wir haben einfach mal. Ja, gib mal her. Ja, damals. Der schlachtet ja noch ab. Also ich habe es günstig erworben. Ich Das finde schon. ist gut. Das ist gut. Günstig, aber der ist nicht schlecht. Aber was ist drin? Scheiße, der Karton ist ja wirklich so groß. Günstig erworben. Das ist der Gag des Was ist Ganzen. da drin? Scheiße. Oh mein Gott. Kippen wir einmal um. Wir Ja, müssen nach könnte. hier. Dann steht es euch auf dem Kopf. Genau. Ist egal. So, und jetzt hochheben. Da, 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 da. Nee, steht nicht drin. Ach du Scheiße. Why? Ihr seht, was wir vorhaben. Der Millennium Falcon Ultimativ Edition 7541 Teile. Darf ich sagen? Ja. Leck mich am Arsch. Und ich dachte, hier wäre noch irgendwie Papier oder Ich was. dachte auch, der wäre noch um Papier, aber es ist ein riesen, riesen geiler Karton. Also gucken wir uns erstmal an, was da so drauf ist. Das Hier sieht sehen wir gut das sein. Technische. Da seht ihr, was wir die nächsten Monate Und dann die vorhaben. Figuren, die dabei sind. Kannst du mal ranzoomen? Die sehen das gar nicht. Ja, doch, ich kann es viel näher nicht, weil Karton groß. Also sie sehen nicht, was wir sehen. Ja, So. das Licht spiegelt, aber Licht spiegelt das ist leider. okay. Nee, das fällt hinterher nicht mal so auf. Also hier technisches Detail, dann wie groß, breit und tief es ist, die Stehen die Figuren. Maße dabei? Ja, stehen die Maße dabei? Wie breit? 83 cm breit, 22 cm hoch. Ach du Also Scheiße. wir werden Wochen, nein, Tage brauchen. Also bis die Playlist voll ist, ein halbes Jahr durch. Dann die Rückseite, Innenleben, also wie es aussieht, Innenleben, Pavillon. Also das Tolle ist, man kann die Antennen austauschen, die Geschütztürme kann man austauschen. Und ich habe von Star Wars keine Ahnung. Ja, Das ist jetzt nicht ich so ein aber. dummer Spruch, das ist tatsächlich so. Dann hier nochmal ein schönes futuristisches Bild, ein bisschen bla bla. Ja. Die Frage ist jetzt, wie macht man es? Ich glaube, man muss das hier vorne aufklappen, kann das sein? Also hier sind Kleber. Ja, man soll aber nicht mehr ein Messer dran, steht hier extra. Wo steht das? Hier an der Seite. Ja, aber was halt trotzdem. Ich glaube, man muss das hinterher nach vorne aufmachen. Ich entferne mal die Kleber und dem weiter. Oh Mann. Tja, schon ist es nichts mehr wert, Leute. Das darf man sich gar Die nicht. Hälfte. Wir haben gerade mal geguckt, was momentan bei eBay für Preise herrschen. Da wird ein schlecht. Da kriegt man Gebrauchtwagen. Ohne Scheiß. Soll ich das hier auch machen oder wolltest du es selber machen? Oder wie ist es überhaupt aufgetan? Mach mal auf. Dann noch ein extra Karton. Oh, das ist vielleicht gar nicht Das schlecht. ist nicht schlecht, ja. Sind die Nummer. Natürlich nicht. Nicht nummeriert! Vier schöne weiße Kartons. Woher weiß man jetzt, welches die ersten? Aber schön gemacht mit dem Cup, das kann man jetzt so gar nicht. Da hängt doch, man kann es sehen. Diese Artzeichnung. Also das Unboxing dauert schon mal 10 Minuten. Können wir erstmal auch hinstellen am besten. Die Idee ist ja nicht schlecht. Die Idee ist sehr gut. Wenn man jetzt noch wüsste, welche Karton zuerst. Vielleicht steht das in der Beschreibung. Haben wir denn eine? Ja. Weiß es. Das ist ein Roman, Alter. Also, Ein Ringbuch, leck mich. das erwartet uns. Guck mal, wie viele Aufkleber unter. Ne? Ich werde bekommen. Einiges an. Ist der das ist ein Roman. Warte, man klickt hier Ein mal. Warte, das sind Kleber. Die Kleber noch.
Das ist ein Roman, Alter. Das ist keine Pornline. Das ist die Star Wars Geschichte als Buch. Aber da kommst du auch nicht mit hin. Leck mich doch. Hammer, Hammer. Da kriege ich schon Gänsehaut, wenn ich dran denke. Können wir nachher den Müll erstmal da reintun? Ja. Die Tütchen? Wenn es denn Tütchen gibt, hier sind so ganze Taschen drin, die es keine Tüte mehr hat. So, jetzt steht halt das Design-Team hier, warum die das gemacht haben. Also, das ist eine gute Frage, warum tut man uns das an? Es ist so, 40 Jahre ist es her, dass der erste Film draußen ist, deswegen haben sie das Set normal gemacht. Der Original, das Original, der also Star, Krieg der Sterne letztendlich, hieß es ja in Deutschland. Genau, Krieg der Sterne. Star Wars gab es ja zu der Zeit. So ist einmal kurz hier oben meine Kamera korrigieren hier. So. Dann eben das Bild, das Team, das das konstruiert hat, sieht man hier. Das ist schön. Das sehr ist schön. Sogar hier handbemalt, ein Modell. Wow. Dann die Geschichte ist, also von 2000 bis 2015, die Modelle, die es gab, sehr schön gemacht. Ja, es gab vor gar nicht so langer Zeit hier noch ein kleineres Modell, ne? Ja, genau. Vor 2 Jahren oder so. Das ist auch cool. Das, also das erwartet uns. Dann die Aufkleber halt. Ja, Tüte Nummer 1 steht ja. Oh Mann. Tüte Nummer 17. Also 17 Tüten erwarten uns. Und da geht's dann los? Da geht's schon los. Und woher wissen wir jetzt, welches was ist? Ja. Herr und Frau Scherzkings? Warten Sie jetzt. Hast du das Messer? Ja, das habe ich noch hier. Dann müssen wir alle aufmachen. Leider. Wir dürfen doch nicht gleich alles rausholen. Also aufmachen. Richtig, ja, auch aufmachen und gucken, ob das irgendwie leck mich an. Aber es ist viel Technik, ne? Das ist natürlich, sowas mag ich ja. Technik ist ja mein. So, hier ist Tüte Nummer 2. Also kann man schon. Ja, Moment. Haben wir jetzt pro Box Tüte 1 bis irgendwas? Nee, kann ja nicht. Kann ja nicht. Vielleicht habe ich ja schon die richtige. Nee, also kann nichts sein. Das bauen wir ja. Ja, genau. Ja, aber das passt auch da gar nicht mit bei. Stimmt. Es sei denn, das ist nur die erste Tüte. Nein. Ja. Hör auf. Ja. Du verstehst, was ich meine. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, das scheint tatsächlich so zu sein. Das ist nur die erste Tüte. Guck mal, was. Komm, wir machen. Einmal müssen wir. Ein Probe. Sieben, fünf, zwei. Aber das reicht nicht für zwei, also. Fünf ist drei. Ich bin eins. Ist das eins? Nee, ist keine 1, 2. Haben die, was, wie haben die das gemacht? Also, dann ist das kein Türchen 1, dann hat das damit nichts zu tun. Ich tue das wieder hier rein, sonst kommen wir durcheinander, ja? Ja, richtig. Also da hätte ich vielleicht was anderes machen müssen. Da hätte man die Kartons vielleicht nochmal gehen sollen, oder was? Jetzt sind die auch hier gemischt drin. Also wenn jetzt da nochmal Tüte 2 und. Genau, richtig, das vermute ich. Das vermute ich. Dann haben wir ein Problem. Nee, ist nicht. Kannst du sofort wieder reinpacken. 10, 11. Kannst du sofort wieder reinpacken. Das sind andere. Das sind andere. Ja, nochmal die hier. Bitte raten Sie jetzt. Ja. Also Lego, das ist auch Profi. Wenn man schon so ein Set macht. Ja. Da. 12? Passt ein bisschen auf mit dem Mikro, ne? Ja, ich weiß. Dann kann da nur die 1 drin sein. Entschuldigt bitte, Kollegen, dass ihr warten müsst, dass wir bauen, aber wir sollen mal gucken. Ja, wir machen es immer live. Ja, immer live bauen. Man kann da nur die 1 drin. Das ist schon mal noch 1 aus. Perfekt. Ich glaube, wie viele Tüten 1 sind. Ja, aber auch 14, 15. Leck mich doch, was haben die sich denn dabei gedacht? Machen wir erstmal Tüte 1. Hier. Ja, alles Tüte 1. Das ist 4. Da ist gar nichts. 14.
auch gar nichts. Auch hier. Das ist 15. 15. Tipper 1, Tipper 1, Tipper 1. Tipper 1. Ja, und den Rest können wir wieder rein. Ja, also. Tut es aber mit rein. Dann müssen wir in ein Tütchen gehen. Aber warum haben die das so konfus gemacht? Hm. Darf ich das mal korrigieren? Ja. Ja, ich weiß, alles nicht optimal. Weil sonst sehe ich es längst. Und wenn wir keinen Ton haben, ist doof. Richtig. So, das ist. Aber es sieht wenig aus für. Ja, das sieht immer wenig aus. Das sieht immer wenig aus. So, jetzt ist es passiert. Jetzt 1 Million Euro weniger wert. Egal. Nein, wo sind die Karton? Okay. Ja, ein Karton ist das. Ja, aber nur so die Idee, weil das werden ja. Ja. Viele Mülltüten. Kommst du dran? Jupp. Also ein bisschen mehr holen. Oh mein Gott. Ich sag, es ist viel. Lass das ruhig so. Soll ich ein Schälchen holen oder so? Nein, nein, das ist so. Das gehört dazu. Das Suchen und Schrammeln gehört dazu, ja. Oh Gott. Oh ja, ich hoffe, ihr habt nichts vor den nächsten Wochen. Und Monate. Wobei 17 Tüten, 17 Folgen. Das sind 3 Monate. Ja, haben wir doch bei den Zinsen drauf gehabt. Dann. Fertig. So. Das fertig. Ist nicht viel, sagt er. Ja, das sind nur so 200 Teile von 7000. Ja, ich sag, es ist nicht so schön. Achso, damit kann ich. Ich bin echt gespannt. Ja, ich mach da mal den ersten Schritt. Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Jetzt kann ich auch verstehen, warum die das noch nicht nachproduziert haben. Warum? So Menge Teile, hallo? Ja, nur, die werden sich was dabei gedacht haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aber ist jeden Euro wert. Kann ich jetzt schon mal. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Das sind auch 14, wobei ich wahrscheinlich einen grauen brauche, oder? Das sind auch 14. Brauche aber 16er. Wie 16er? Kann sein, dass das. Nein, das glaube ich nicht. Oder? Doch. Weil die waren ja auch damit dabei. Guck, da steht ja nochmal 20, da 26. Das sind dann aber diese hier. Nein. Ja, das ist auch eher die Farbe, ne? Ja. Ja, da passt das. Siehst du? Ich kenne halt Lego schon. Ich kenn Lego nicht. Das hat damit nie was zu tun. Wer sind sie? Die kommen auch dazu, ja. Merkt ihr was? Er legt mir das nicht umsonst vor die Füße. Bau du mal. Ja, echt mal. Das ist mein Set, aber ich guck mal zu. Genau, wirklich. Dafür kann ich was zu dem Film was. Ja. Fangen wir an mit Episode 7. Also wer was nicht kennt, sollte jetzt abschalten. Tschüss. Ja, nee, bevor wir da anfangen, was zu erzählen und die wollen das noch sehen oder so, dann ist man gespoilert und das wollen wir auch nicht, ne? Wie immer. Wir spoilern ja immer. Ja, du, also in dem Fall kann ich nicht spoilern, weil ich dafür kann. Ich habe mal versucht, mit Episode 1 anzufangen, weil ich mir dachte, komm, gib's dir mal eine Chance. Ich weiß noch, eine Stunde habe ich dann ausgemacht. Machen wir das mal. So. War das dann irgendwie doch nicht so... Ich weiß auch nicht mehr. Das Set und so, die Technik, die dahinter steht, ja, super geil. Mhm. Aber ich weiß, ich werde mit der Story absolut nicht warm. Ich schon. Ja, du bist ja auch Herr der Ringe-Fan. So. Genau. Jetzt habe ich es gesagt. Wer Herr der Ringe mag. Mag auch Star Wars. So, jetzt geht's los. Wir suchen schon spezielle Teile hier. So. Ein bisschen pausiert habe ich jetzt auch schon. Nur gar nichts hast du gemacht. Hallo, pausiert. Du brauchst, ich brauche. Da brauchst du gar nicht so viel vorstellen, das hält sich alles in Grenzen bisher. Ist halt besser, finde ich. Sag mal. Ein bisschen. Wo bist du gerade? In welchem Schritt? Hier. Von diesem Kompendium. Ach, da muss ich dir nachher mal was zeigen. Ich habe mir noch ein Buch geholt. Also schon mal als Info 466 Seiten. Ach, mehr nicht, ja. Nee, Kleinigkeit.
Und wir sind schon bei Seite 20, also. Ich hatte mir ein Buch gekauft, habe ich gar nichts von erzählt. 30 Jahre Mario, das Buch habe ich mir geholt. Cool. Aber für 30 Euro kann man mal machen. Für jedes Jahr ein Euro. Irgendwie mache ich was falsch. Für jedes Jahr ein Euro. Ah, das habe ich schon vermisst. Profi-Werkzeug. Profi-Werkzeug. Für die, die keine Fingernägel haben. Ich habe heute Fingernägel. Mir macht das nichts. Moment, jetzt fusch mich nicht hier rein, sonst komme ich echt durcheinander. So, jetzt darfst du. Du alles bauen? Ja, das ist auch, sonst wären wir nie fertig. Wobei die Vermutung nahe liegt, dass wir tatsächlich nie fertig sind. Das macht auch keinen. Wir sind die Einzigen, die so doof sind, das in Echtzeit aufzubauen. Für viel reinzoomen kann ich euch da gar nicht. Nee, das geht gar nicht. Aber versuch dein Bestes. Wie immer. Ja. So, das hast du. Das viele haben dich ja ein Star Wars Set gewünscht. Ja. Das, jetzt können wir, das jetzt ist das Erste. Und es hat mir halt so gut gefallen, das Set, dass ich es haben musste. Wirklich. Das ist jetzt Prestige, muss man mal ganz ehrlich sagen. Das ist ein Angeberteil. Ja, ist es. Ganz ehrlich jetzt. Ne, das ist okay. Gar kein Thema. Da kannst du sagen, du Arsch, ich habe was Besseres. Kann man ruhig, kann man sich mal geben. Habe ich ja auch einem Arbeitskollegen erzählt. Schöne Grüße an Paul. Ach so, ja, wir machen jetzt für zwei Leute Werbung. Tobias darf mal anfangen. Genau. Schöne Grüße an Paul, an meinen Arbeitskollegen. Der baut einen Todesstern auf von Lego Star Wars. Aber leider nicht für YouTube. Leider nicht für YouTube, für sich selber, aber er ist fleißig dabei und ich habe ihm gesagt, wir sind schneller fertig. Ich bin gespannt. Und jetzt ja, gut, du? Er macht es alleine, ne? Er macht es alleine. Ja, da haben wir den Vorteil. Also, meine Grüße gehen an Andy, beziehungsweise The Soccer Ruffy oder TZR. Er hat einen eigenen YouTube-Kanal, guckt ruhig mal rein, er will in nächster Zeit expandieren. Andy, ich hoffe, das wird noch was in den kommenden Wochen. Wir haben das öfter schon als Thema, er will ja gerne Let's Plays machen. Achso, wollte ich gerade fragen. Ja. Und also Pokémon wandelndes Lexikon. Aha. Er ist ein Poki-Lexi, habe ich ihn gestern schon genannt, weil er weiß alles. Okay. Und dann habe ich so gesagt, da musst du mir nichts von erzählen, weil ich es nicht verstehe. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Wichtig ist, dass du die blaue richtig reintust. Ich kann das von hier aus ehrlich gesagt gar nicht so gut erkennen. Das ist das hier? Ja, dann habe ich. Ich weiß, da kommt der rein. Ins Fünfte. Ne? In Fünfte, ja. Also hier muss man extrem aufpassen. Dann mach du mal, ja. Also in diesem Sinne sind die Grüße an Andy und The Soccer Ruffy, was eine Person ist. Also Soccer Ruffy ist sein Kanal von One Piece. Soccer Ruffy, versteht ihr? Keine Angst, ich verstehe es auch nicht. Ja, siehst du, den hast du schon falsch gesetzt. Ja, das habe ich mir gern. Weil ich durch die Szene gerade in ganz vielen Animes irgendwie unterwegs bin, von denen ich aber keine Ahnung habe, aber jeder was wissen will. Hm. Das ist komisch, dass diese RPG-Szene voll mit Anime-Typen ist. Ich habe mal mit Soul Eater angefangen. Kennst du Soul Eater? Nein. Ist ganz witzig eigentlich. Das ist Andys Freundin übrigens. Schöne Grüße, auch wenn die nichts gesagt hat. Hauen wir trotzdem raus. So, das hast du jetzt falsch gemacht. Nee, das ist so. Und das kommt so, jetzt da dran. Achso, der kommt ja dagegen. Ja, ja. Wir bauen das quasi nochmal, was ich hier gemacht habe. Ja, aber dann kommen noch die dran. Ja, das kann ich ja. Ja, das können wir ja noch machen. Den einen habe ich schon. Den hier? Ja, genau. Der kommt ins Zweite. Ich kann ja mal mit Star Wars anfangen. Also Episode 1 fange ich natürlich an. Also die neue Episode 1 sozusagen. Ja, das andere ist ja 7. Nee, 4. Ja, 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 ja. Hast du aufgepasst? Ja, ich passe immer auf. Also kam in den 90ern Episode 1 ungefähr? 80. Nee. Nee, die Episode 1, die kam in den 2000er. Ja, 2000er. Okay, stimmt. Oh ja, sagen wir, also Original Krieg der Sterne war 80er. Genau. Das war meine Mutter noch gekommen. 87. Also, sind wir schon alt. 87 halt. Das kann sein, das kann sein. Deswegen die Edition, ne? 40 Jahre. Ach so. Oh. Nee, 77. Und ich dachte, 77. Du hättest jetzt mal was gewusst. Nö, nee, seit 40 Jahre Star Wars. Okay. 77, ja, ja. 77. Ja, ja. Ja, ich bin informiert. Ja, ja, und ich habe gedacht, das ist jetzt einfach nur Wissen. Das war auch Wissen, ja. Du hast nur gerechnet. Wissen. Du weißt, wie man rechnet, das ist alles. Ja.
bin halt Mathematiker. Okay, Krieg der Sterne, beziehungsweise Episode 4 reden wir jetzt nicht drüber. Wir reden über Episode 1. So ist es. Eins nach anderen. So. Der war aber schlecht. Ich weiß. Der war ganz schlecht. Gut. Jetzt bist du raus. Jetzt bin ich raus. Wenn du diese Haken siehst, sag genau, ich wirklich. Ja, wollte ich gerade auch sagen. Das fehlt natürlich. Da, ich habe ihn. Brauchen wir den nur einmal? Tatsächlich. Ja, hier sind noch Haken. Ja, ich brauche gerade. Hat nur einen Haken. Ja. Ja. Ja, aber jetzt auch schlecht. So, jetzt steht es 1-1. So, der Buschi kommt hier drauf. Aha. Ja, also Episode 1 fängt halt so an, dass Obi-Wan mit seinem Schüler, ich vergesse immer den Namen, der stirbt auch. Wap, 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 Feuer, Spoiler, echt. Dankeschön. Dann brauche ich es nicht mehr gucken. Ich habe ja gesagt, wir spoilern, also. Oh, Wahnsinn. Gnadenlos. Ja. Wieder gnadenlos. Gnadenlos gespoilert. Hammer. Also. Der stirbt, okay. Der ist nicht wichtig. Dumbledore stirbt übrigens auch. Pfui. Pfui. Dobby stirbt auch, so. So, boah. Wenn wir schon mal dabei sind. Jetzt ist vorbei. Jetzt gucken die nicht mehr. Es ist vorbei. Mehr. Es geht aber nicht um Harry Potter. Ja, also es fängt so an, dass die beiden halt auf einer Mission sind. Händlermission. Bei den, Ja, wir wollen doch zweimal, oder nicht? No. Nee, wollen wir nicht. Ja, dann lass es doch. Lass doch gut sein. Lass es doch gut sein. Lass es doch einfach mal gut sein. Mein Profi sagt euch. So. Ist es da. Ja. Lass mal wieder gehen, oder? Nimm. Kannst du mal gucken, ist das der hier? Ja, ne? Im kleinen braunen Teil. Den habe ich schon. Den. Ja, ja, da bin ich schon längst drüber weg. Okay. Also die sind da bei den Wirtschaftsland, ich weiß auch nicht, wie das heißt. Was bist du für ein Star Wars-Fan? Ja. Wirtschaftsland, der Typ, der Schüler da. Entschuldigung. Was geht denn ab, ey? Ich habe lange nicht mehr gesehen, deswegen. Ja. Tut mir leid. Aber Episode 8 hast du gesehen. 7. Ja, auch. Scheiße, wir brauchen mehr Platz, ey. Richtig. Wie kommt denn das jetzt hier drunter, oder was? So? Sehe ich das richtig? Könnte hinhauen, ne? Ja, kommt da drunter, richtig. Dann bauen wir das Ganze jetzt für die andere Seite wahrscheinlich nochmal. Wahrscheinlich. Wir brauchen mehr Platz. Das fand ich bei dem Turm von Ortang ja cool, dieses Modulare. Das war sehr intelligent von Lego. Ich bringe dich immer wieder raus, merkst du was? Das ist gut. Ich bin jetzt still. Episode 1. So, fangen Sie noch mal von vorne. Alles gut. Die wissen ja wahrscheinlich, wo ich auch gehört habe. Also bei den Händlergesprächen sind sie. Und dann werden sie gefangen genommen, weil die mit dem Imperator dann sich geeinigt haben, sie zu boykottieren. Ne? Ja, und dann befreien sie sich natürlich, also, wie das so ist. Können fliehen auf ihrem Raumschiff und landen dann auf Tatooine. Tatooine deswegen, also sie hatten eine Panne, also das Schiff ist nicht richtig einsatzfähig gewesen, was sie da sich gekapert haben. Und dann mussten sie halt da notlanden. Also Tatooine ist so ein Planet, wo nur böse Leute wohnen. So Nepper, Schlepper, Bauernfänger sozusagen. Und richtig düstere Gestalten. Die Mafia des Weltalls. Genau, richtig. Da sind auch Kopfgeldjäger und so, ne? Also nur düstere Gestalten. Ja, da ist auch Padme mit bei, die, wenn sich dann herausstellt, Königin von den, ja, wie heißt das Land noch? Von den Guten halt. Das Land von den Guten. Ja. Ja, und dann haben sie halt da Not und gehen dann zum Händler, der hat halt
alles da, was die brauchen. Aber die haben nicht genug Geld dafür, wie das so ist, ne? Ja, daran erinnere ich mich gerade so. Den ich, ja. Und dann findet natürlich rein zufällig ein Rennen statt. Genau, wo Anakin mitspielt. Wo Anakin dann für die fährt. Also mit einer Schrottmaschine. Anakin sagt, er hat noch nie ein Rennen gewonnen. Also wie sich dann später rausstellt, nie gewonnen. Und er hat wieder eine Maschine gebastelt, aber er hat das Startgeld nicht. Und dann haben sie sich halt geeinigt, wenn er das Rennen gewinnt, dann ist er befreit von den Händlern. Und seine Mutter leider nicht, weil das nicht in Deal mit eingeflossen ist. Also leider. Der hat zwar versucht, den mit seiner Macht ja, umzustimmen, hat aber nicht funktioniert. Weil da war er doch Händlerstolz oder was auch immer stärker als die Macht. Ja. Ja, dann bastelt halt Anakin an seiner Maschine und während des Rennens gibt es dann halt wieder eine Notsituation, da geht ein Schlauch ab von seiner Rennmaschine und dann durch seine Macht, also er weiß zwar nicht, dass es seine Macht ist, aber durch seine Macht tut er den Schlauch wieder an die Maschine. Das heißt, zu dem Zeitpunkt weiß Anakin noch nicht, dass er ein Jedi ist. Genau, richtig. Also, dass er die Macht in sich hat. It might be the mighty power. Aber Obi-Wan hat es halt gemerkt oder gespürt, dass er was Besonderes ist. Also für ihn sogar der Auserwählte, der die Macht in Gleichgewicht bringen kann. Ja? Das gibt ja eben so eine Sage, wie in jedem Kultur auch. Ja, genau. Und das sieht er halt in ihn. Deswegen hat er auch diesen Deal gemacht, ne, dass er ihn befreit dann dadurch. Und wenn dieses Preisgeld hat dann auch, hat dann auch gereicht für die Reparatur. Ne? Ja, dann gewinnt Gott sei Dank Anakin das Rennen auch. Ach, wie. Sonst wäre das ja alles schon vorbei, ne? Das wäre Film zu Ende. Film zu Ende, Story zu Ende, nichts weiter passiert. Hat nicht mehr gereicht, budgetmäßig. Genau. Ja, ist halt meistens so, ne? Genau, irgendwie muss ja weitergehen. Ja, Geschichte muss erzählt werden. Oder auch nicht. Will erzählt werden. Will erzählt werden, genau. Ja. Im Moment bin ich da bautechnisch nicht auf der Höhe. Du, das macht nichts. Ich komme gut voran. Erzähl mal, wo ich noch nicht, bitte. Ich komme gut voran. Das ist alles gar kein Thema, weil ich kann mich gut konzentrieren, wenn du was erzählst. Das soll jetzt nicht heißen, dass es langweilig ist, aber es bringt mich so ein bisschen in so einen Tunnel, weißt du? Ja, so. Das ist eigentlich eine gute Sache. Ja, genau den. Ich versuche eben Assi zu spielen, also Assistent. Bitte einmal um, bitte. Ich glaube, das kommt da drauf. Ne? Das kommt da drauf, ja. Jetzt bauen wir das Grundgerüst. Ja, ich hoffe, der Tisch reicht. Ich bin gespannt. Jetzt brauchen so, wir. Das, ach ja, jetzt kommt das. Ja. Nee. Da kommt noch eine Viererplatte. Ja. Sorry, wenn das jetzt irgendwie nicht so gut zu sehen ist. Wir müssen gucken, dass wir platztechnisch irgendwie gut hinkommen gerade. Das kommt mittig so da drauf. Aber ihr werdet uns das verzeihen. Leider geht's nicht anders. Oder wir legen es hier drauf. Ja, da musst du bei jedem umblättern. Machen. Muss hier jeden umblättern. Vor allem muss es dann so machen. Ja. Und das, was auch passt. So, viermal bauen, also muss ich helfen. Und das haut schon nicht hin hier. Ich baue schon mal vor. Oder? Nee, das haut nicht hin. Warum haut das nicht hin? Das ist schlecht. So, wo war ich stehen geblieben? Also der gewinnt das Rennen. Dann besteht aber der Händler darauf, dass nur der, also er will nicht den Sohn ziehen lassen, weil er halt der so, also der kann Anakin ziehen lassen, weil er halt gut reparieren kann, ne? Alles. Deswegen will er ihn jetzt nicht ziehen lassen, aber macht das dann doch schlussendlich. Was zum Teufel soll man denn da anders machen? Das kürzer oder nicht? Entschuldige, wenn ich jetzt gerade. Doch genauso lang. Ja, das ist ein.
Das ist nicht hier dritte Ton. Das ist versetzt, ne? Irgendwas, da habe ich einen falschen Stein. Nee, warte. Naja, das ist ineinander verzahnt. Da kannst du mal. Aber drüben kommt das dahin. Das ist nur ein falscher Knopf, ne? Ist so? Ja, dann haut's hin. Nee, haut immer noch nicht hin. Das haut immer noch nicht hin. Weil da ist genauso einer frei. Vielleicht ist der braune. Nee. Das ist. Der braune falsch? Warte mal. Da sind drei, da sind drei. Wenn ich das hier mache, habe ich hier nur zwei und hier habe ich drei. Ach so, ja, dann machen wir es doch ganz einfach. Was ist denn richtig? Drei ist richtig. Dann machen wir es unten noch genauso wie oben, dann passt das doch. So. Jetzt stimmt's. Okay. Gut. Gut. Hey, ich stell mir gerade vor, du bist unten zu Gange, setzt das Dach drauf. Oh nein! Ja, weiß man ja nicht, wie das ineinander zahnt hinterher. Das hatten wir beim Turm ja auch, wo wir alles nochmal auseinanderbauen mussten. Richtig. Wenn du es verfasst hast, in die Playlist. In die Playlist gucken, wo kommen die denn hin? Das kann ich von hier aus gar nicht so richtig sehen. Die kommen einfach zwischen... Hier rein, oder? Zwischen den Braunen. Also hier genau zwischen. Ach, da rein. Genau. Auf der Höhe, genau. Dass die und auf der Höhe einer frei hier? Ist das korrekt? Ja, ist korrekt. Perfekt. Ach, dann bin ich ja beruhigt. Ja, wenn du da einen Fehler machst, ich glaube, dann haben wir echt. Ja, deswegen lieber Problem. Einmal mehr gucken. Lieber einmal mehr als zu wenig gucken. Ach, ich habe was vergessen, also was Wichtiges. Mit den Ersatzteilen hatte ich ja erzählt. Kommt das da schon mit Han Solo? Hast du noch den dann nicht? Ich überlege gerade. Laut. Einer fehlt noch. Ja, deswegen meine ich, ob du noch einen machst. Ich baue, während ich überlege. Monsieur baut noch. Auch ein schöner Titel. So. Nee, Han kommt später. Also, ja, die müssen nach außen zeigen, ne? Die Braun. Also, die müssen. Also genau andersrum. Das kannst du nicht wissen. Hier passt es. Nee, ja, mach ich gleich. Nicht, dass da irgendwie. So. Ach so, da hat das nochmal Stabilität dann. Okay. Genau, darum geht's. Wenn es symmetrisch ist, kann man sich das alles noch vorstellen. Wenn es dann in die Asymmetrie reingeht, dann hat man schnell verloren. Jo, das ist dann was für mich. Genau. Ja, du darfst dann weiter erzählen. Achso, das geht dann weiter. Ja, bin noch nicht fertig. Nee, hätte sein können, dass ich hier auf der Seite was vorbereiten kann. Das Ende naht. Ja, genau. Ja, komm, wir erzählen hinten auch noch ein paar Artworks. Ja, wie gesagt, ich habe gerade überlegt, ob Han Solo mit seinem Millennium Falcon schon auftaucht, aber ich glaube, das ist später. Das kann ich dir nicht sagen. Ich überlege gerade. Das ist, wie gesagt, das ist lange her, dass ich den Film geguckt habe. Ewig her. Hattest du im Kino gesehen? Ja, ich habe alle Star Wars Filme im Kino geguckt, weil dieses Flair einfach dann besser ist. Ne? Ja, das stimmt. Also geht man ins Kino. Ja, das ist tatsächlich so. Man denkt immer, oh ja, Kino, aber so teuer ist es gar nicht in Relation. Nee, ist es auch nicht. Vor allem dieses Erlebnis ist unbezahlbar. Wo ich mit meiner Mutter in S war, haben wir, glaube ich, zusammen 12 Euro bezahlt. Also da kann man nicht meckern. Weil immer so, oh, Kino ist so teuer. Nö, gar nicht mal. Nö, man muss nur in die richtigen gehen. Ja, in die kleinen Lokalen oder gehen und nicht in diese großen Komplexe. Oder eben in die richtigen Filme auch, ne? Dass man sagt, es hat sich gelohnt. Richtig, das auch. Das sollte man. Ach du Scheiße. Ah ja, oh, das passt sogar. Oh, ich bin stolz auf mich. Na komm. Das war dumm. Ja, doch. So, das ist der ganze Spiegelverkehr. Ne, lass ruhig noch, ich brauche die Seite noch. Weil? Weil ich das noch bauen muss. Also doch.
Oh, hätte ich das ja, ja, gewusst. Ja, klar. Oh, hat er nicht aufgepasst. Hat er nicht. Ich dachte, das wäre zusammen halt, die beiden zusammen. Aber okay. Nope. Nein. Das sind zwei verschiedene Teile. Ja, okay. Oh, macht ja nichts. Ich bin ja da. Gut. Dann fliegen sie halt zurück zu ihrem Heimatplaneten mit Anakin. Dann geht er zu diesem Jedi-Rat mit Anakin, um mir halt vorzustellen. Dann bittet er ihn anzulernen, ne? Also ihn einzuweisen in die Macht. Und Yoda sagt, er hat auch Böses in sich, möchte ich nicht. Ne? Also er spürt schon, dass da was ist, was da nicht hingehört. Ich glaube, die Szene habe ich auch noch gesehen. Ja, also Yoda hatte ja recht. Also hätte er immer auf ihn gehört, aber naja, okay. Sollte eben die Geschichte weitergehen und nicht da auch schon enden. Ja, Anakin hätte sich doch jederzeit für die andere Seite entscheiden können, oder nicht? Ja, genau. Hätte ja genug Wahlmöglichkeiten. Ne? Aber er wusste es halt noch nicht. Was zum Teufel baue ich hier? Denke ich dich ab. Ja, doch, ist doch richtig. Nee, das war meine eigene Mindcraft. 14 Tüten? 14 Filme gibt's leider nicht. 17. 17 Tüten. 14 Filme gibt's nicht. Erzählst du jedem Film zwei Teile? Also zwei Tüten, ein Teil, ja. Vielleicht. Oder so. Egal. Machen wir schon irgendwie. Oder wir quatschen einfach wieder, weil ja, alles wie immer. Alles wie immer. Können die Simpsons nochmal nehmen. Ja. Oder den neuen Bund oder was auch immer. Ja, da bin ich auch auf den nächsten gespannt. Ob sie die Kurve noch kriegen oder nicht? Ja, ich hoffe ja. So, jetzt darfst du blättern. Fertig. Genau. So, jetzt wird ein bisschen hier gebaut. Ach du Scheiße, was geht das denn? Technik. Ja, das wäre was für mich. Erzähl du mal weiter. Ich mach den Technikkram. Das ist das, ja. Das kommt dann. Da komme ich nicht dran, also musst du. Es kommt zwischen den Greifarmen. Da? Siehst du doch, hier ist ein Greifarm und dann ist da. So ein Zylinder, den brauchen wir den noch. Den Zylinder, genau. Zylinder, da. Ja. Ja, also Yoda warnt ihn und er möchte nicht, dass er ihn anlernt. Was ist noch der erste Teil? Na, das kann aber nicht stimmen, ne? Soll das so schief sein? Nee. Das glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Aber was geht denn alles? Also das ist schon mit dran. Also das wird... Aber habe ich doch... Nee, den falschen Loch habe ich nicht. Das ist doch korrekt. Wieder noch ein Teil? Mal gucken, in der Zeit kann ich hier. Das wird eigentlich hier da reingesteckt, also da. Ach, da auch noch. Aber das ist ein anderer Stein noch davor. Oder? Nein, das wird ja nicht reingesteckt. Das ist nur Symbol. Nee, guck hier. Kann das sowieso nicht erkennen. Ja, ist halt so. Da fehlt was, ehrlich jetzt. Nee, das sieht nur so aus, hast recht. Aber trotzdem, warum ist das unsymmetrisch? Ja, irgendwie passt das nicht. Ich weiß nicht, warum nicht. Warum wird da halt die ganz reingesteckt? So. Nein, nicht ganz reinstecken. Ja, das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn. Aber was ich jetzt nicht weiß, wo der vierte hinkommt. Hier ist einer, also hier eins, zwei, drei, aber ich weiß nicht, wo der vierte hinkommt. Nach außen, okay, alles klar. Und kommt dann. Da rein, genau. Da. Nee, da nicht. Beim Roten. Die andere Seite ist das. Da rein. Aber der rote fehlt mir hier auch noch. Den roten hast du ja hier. Ja, einen, ich brauche den anderen. Den anderen auch noch, ja. Oh, da musst du schon aufpassen jetzt.
Aufpassen. Aufpassen. Was war noch der erste Teil? Irgendwas vergesse ich. Ich hätte mir die nochmal angucken müssen. Ja, das hast du jetzt verschissen. Ja, habe ich verschissen. Alles gut. Ich dann meine auch im ersten Teil. Oh nein. Hm. Was denn? 1, 2, 3, ist doch richtig. Aber der schwarze. Der schwarze ist auf dem ersten. Oh. Ja. Fuck! Hier da auch. 1. Ja, da habe ich es auf dem ersten. Oh nein. Ja, jetzt kriege ich das mal wieder auseinander. Geht schon gut los. Ja. Aber wirklich. Weil es ist ja aufeinander, ineinander. Ach du Jesus. Sekunde, ich muss das. Warte. So, wenn ich das abhabe. Wobei da. Muss ich ja auch falsch sein, oder? Nee, der ist korrekt. Da sind 2, hier sind auch 2. Ist nur die eine Seite hier. Okay. Dann stimmt der. So, das heißt, der. Der ist in der falsch, genau. So, dann passt das. Uiuiuiui. Aber ging ja gut zu reparieren, also. Ja, ja. 3 Taschen später haben wir Probleme gehabt. Na, komm schon, Digga. Das ist, liegt an dem hier. Ja, guck mal, wenn du das zusammenkriegst, dann mach's. Perfekt. Doch. Haben wir es gerettet. Wie immer. Also ich glaube, der erste Teil ist auch so, dass die Händler das Land besetzen. Also das Land besetzt haben, wo sie halt zurückkommen. Ne? Das sieht soweit symmetrisch gut aus. Entschuldigung, wenn ich dir jetzt nicht zugehört. Wir müssen diese komischen Dinger noch machen hier. Die Reifen. Ach, ja, nee. Ventile. Ja. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ventile sind das. Was ist denn das überhaupt? Keine Ahnung. So weit habe ich. Ich weiß nicht, was das andere ist. Irgendwelche Deckel. Ja, wieso? Das kommt doch nur da rein. Die sind ja schon da. Ach so. Oh, fuck. Aufpusten. Ja, gut, was man gegensteuern kann. Ups. Hast du davon noch einen? Sind die denn richtig? 1, 2. 1, 2. Der ist korrekt. Kommt da nur einer hin? Ja, aber nur einer bei der. Aber nicht dein, wo du ihn hingesetzt hast. Genau. Der kommt. Wo kommt der denn an? Hier kommt der dran. Ja, oh nein. Ich komme ja. Probewerkzeug. Ja, nee, da kannst du knicken. Im wahrsten Sinne. Ja, da gibt's einen Trick, wo ist ein Stäbchen oder so. Du kannst ja nie hier nehmen. Kommst du bloß nicht bei, weil du von hinten dagegen musst. Nein, nein, also kannst du dann von hier rausziehen, hast du das Blaue. Das kriegst du nicht. Doch, das kriegst du. Ich kenn das. Ich kann das. Musst du mit so einem. Ja. Ich kann es doch ganz abmachen, das ist auch kein Thema. Nein, hör auf. Nee, ich meine jetzt dieses Schwarze, kannst du abmachen. Ja, bin ich auch schon dabei, aber muss halt auch gegendrücken hier. Irgendwie. Funktioniert nicht. Tee. Hilfe! Die nachfolgenden Sendungen verspäten sich um 3 Jahre. 3 Jahre, genau. Jetzt habe ich hier eine Lücke, siehst du? Messer. Vorsicht! Vorsicht. Oh Gott! Oh Gott! Also mich abstechen! So, siehst du? He wants to stech me up. He wants to stech me up. So, nehmen wir sie ja richtig. Und so, wie es auf dem Papier steht. Dann holen wir das Blaue raus. So, wo kam der jetzt hin? 1, 2, 1, 2, frei.
Ach, zwei frei, haben wir gesagt. Und drei. Ja, oben drei, unten zwei, das passt. Ja. So, und wo kam diese Sirene dann? Die kam mit dem hier und mit dem hier. Genau. Wo kommt die hin? Kannst du mir wahrscheinlich auf dieselben Höhe nehmen, ja. Ist das korrekt? Kannst du das mal irgendwie nachvollziehen, bitte? Warte. Ich lasse den Reifen erstmal ab. Guck mal, genau, ob das passt. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Genau, davor noch. Ja, davor geht nicht. Also ach, hier. Doch, davor geht. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, ja, das. Da kommt da der Reifen drauf. Das ist aber ein Lenkrad. Und dann kommen halt noch 5, also 4 andere noch dran. Fragt sich nur wohin. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3, 4. Ich sehe von hier aus nicht. Bevor ich was falsch mache, überlasse ich das dem Baumeister. Meister. Ja. Ja. Gucken. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. Wahrscheinlich direkt gegenüber, ne? Ja, man kann es ja nie wissen. Nee, aber bisher ist ja alles symmetrisch. Bis jetzt. 2. Ups. Nein. Ich mach schon. Kümmer du dich um die anderen Dinge. Kümmer du dich um den Kleinkram. Ein frei, dann kommt das hier hin. Komm schon. Ja. Und ich denke mal gegenüber, oder? 1, 2, 3. Da ist schon einer. Also einen habe ich übrig, aber ich sehe hier gegen. Also da haben sie es nicht gut gemacht. Leiten sie vielleicht noch einen Pfeil hin. Ja. 1, 2, 3, 6, 7. 1, 2, 3, 6, 7. Ist schon. Den haben wir schon. Aber den fehlt 2. Wieder rum, das kann man durcheinander. Bitte schön. Nego, ich sag ja, nächstes Mal uns schicken, dann bauen wir das vor. Und wir sagen wir euch, was er besser macht. Was besser sein sollte. Ja. Erste, Kartons beschriften. Zweitens, Pfeile hinmachen. Drittens, günstiger. Nein, also für so viele Teile ist das echt in Ordnung. Wirklich. Für den Preis, den Lego hat, ja. Ja. Aber für die Drittanbieter, das ist Wura. Ja, habe ich ja auch hingeschrieben, dass sie. Das ist wie mit Nintendo. Hätten anders regeln können. Aber ja, jeder nur ein Set oder so. Jeder nur ein Set, ja. Habe ich geschrieben und das haben sie dann geändert, aber zu spät. Ab jetzt, wo alles vergriffen ist, nur noch ein. So ist es. Ja, nu, vielleicht lernen sie da draus, ne? Also, man lernt ja auch durch. Man muss den Firmen ja auch zugute halten, die wollen den Zeug ja auch nur verkaufen. Ja, alles gut. So, jetzt darf Tobias mal was. Ach du Scheiße. Auch so was Großes darf ich ja wieder machen. Ist das das? Ja. Das ist, ja, das geht einmal rüber, ja. Das geht einmal rüber, wahrscheinlich. Hier so, vermutlich mal. Halt dich ran. Die nächsten 20 Seiten gehören die. Ey, Motivation pur. Wir sitzen gleich eine Stunde da dran. Hör auf. Ja, ist so. 50 Minuten ist das ja. Ja, durch das Auf- und Abbauen und weiß ich nicht. Aber lieber so als falsch. Wenn wir das hochrechnen, brauchen wir 17 Stunden insgesamt. Ach, hör auf. Ja gut, Tütchen 1 ist, glaube ich, noch ziemlich viel. Ja, das ist das Grundgerüst, ne? Deswegen. Ja. Es gibt ja auch einige Tütchen, zwei, das ist dann nicht so viel. Anführungsstrichen, nicht so viel. Relativ. Alles relativ. Ich mach's jetzt mal hier auf den Katalog. Dann ich kann da nicht viel machen, weil ich das von hier aus nicht sehe. Und bevor ich was falsch mache, mein lieber gar nichts. Nee, das ist, jetzt hab ich falsch, jetzt. Oh, und der hat gerade mal 4 Teile zusammengebaut. Ja, alles gut. Wie soll das nur enden? Weiß ich nicht. Chaos. Im Krieg.
Ja, jetzt mache ich das schon wieder. Gleiche Fehler, gleiche Denkfehler. So, das muss. So, doch, ist auch richtig. Ja. So. So, jetzt mache ich weiter, oder? Nee, ich werde da um, dann bauen wir wieder dual. Also in der Mitte legen. Ja, das ist eine gute Idee. Ich habe meistens gute Ideen. Auch immer auf der Arbeit. Tobi, wie können wir das effektiver machen? So und so. Ja, hast du recht. Wenn ich nach Hause gehe und ihr macht alleine weiter, dann stehe ich euch nicht im Mikro. Wolltest du nicht mitmachen? Oh, was machst du denn hier? Zwei aufeinander. Ja, aber warum? Steht doch da. Das sind zwei Arbeitsschritte. Für mich nicht. Profi-Werkzeug. Ach, Profi-Werkzeug am Arsch, ey. Mann, du weißt auch, ich krieg pro Profi-Werkzeug Aufruf. Ach, bist du für bezahlt schon? Ja. Monetarisiertes Profi-Werkzeug. Monetarisiertes Profi-Werkzeug. Ich hätte es auch zusammenlassen können, wir brauchen es nicht noch. Sehe ich gerade auch. Haha. Wo kommt das hin? Da, glaube ich. Drei frei und dann. Ja, mach mal besser. Drei frei. Ja, mach doch besser. Mann! Ich sagte doch, du Eibauen. Ja, ich versuche. Jeder macht seine Seite. Ja, warum machst du dann deine? Ja, warum machst du dann nicht deine? Ja, ich bin so. Ja, du lässt mich ja nicht. Wir sind noch nicht fertig. Wir haben uns lieb. Also nur zu einfach. Manchmal. Immer öfter. Das jetzt haben wir nur noch den kleinen Käfig, ne? Kleinen Käfig? Ja, diese kleinen Quadrate hier. Nee, das ist doch der falsche. Wir brauchen noch einen großen. Da ist ein großer. Ja, ja, ich nenne das Käfig. Ist ja kein Käfig, aber ich wollte mal Käfig sagen. Ich habe lange nicht Käfig gesagt. Profi-Vektor. Also. Der Counter läuft. Genau, der ist als Aufgabe, wie oft habe ich das Wort gesagt? Verlosen wir was. Verlosen wir was, genau. Aber nichts, was ihr gewinnen könntet. Wir verlosen ein Profi-Werkzeug. Ein Profi-Werkzeug. Die werden uns die Hütte einrennen. Ja. Hallo, das ist von uns benutzt worden. Das ist wertvoll. Kommt Autogramme drauf. Genau. Wertvoll. Prädikat wertvoll. Gibt's irgendwie auch nicht mehr, ne? Doch. Ja, wer sagt das denn noch? Weiß ich nicht. Eben. Gerade nicht. Gerade ist das keine, spielt keine Rolle mehr im Moment. Das kommt hier drauf, ne? Ja, ja, klar. Ich bin ja gleich schon fertig. Nicht so wie du. Ich chill halt. Chill mal, Frau Freilach. Jetzt machst du es auch falsch. Nein. Verdammt. Schadenfreude. Warte mal, geh nochmal zurück, bitte. Wieso, das kommt so. Ist das richtig, dass das in der Luft hängt? Das ist richtig, dass das in der Luft hängt. Siehst man ja. Ja, ich wollte nur sicher gehen. Nicht, dass hinterher heißt, du Arsch! Ab in den Käfig. Ja, von wegen Brot und Wasser. Genau. Vergieß es. Einmal. Hab ich schon? Ja, ich suche den zweiten Arm gerade. Ja, ist auch ein Arm. Und pack ihn mal da dran. Okay. Sicher da? Ja. Und der andere kommt da drunter. Aber so muss ich ihn kontrollieren, was wir wissen. Nee, ne? Nicht ganz rein. Das werden bestimmt die Schläuche. Ja, da kommt in 10 Tütchen kommt da irgendwas da. Oder 20. Man weiß es noch nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6 müsste es sein. Ja. Ich kam weiter in mein Gedächtnis, was Episode 1 angeht. Ich weiß ja auch gar nicht mehr, wie es endet. Tja. In der Regel mit dem Cliffhanger. Nee, meistens geht's gut aus. Ja, aber noch nicht zum Ende der ersten Episode. Doch. Ach Gott schon. Warum nicht? Kann doch so früh noch nicht gut ausgehen. Ach, was hab ich denn gemacht? Na, da brauchst du gar nicht so. Brauchst du nicht, das hab ich da meine schon. Okay. Aber wir werden es wahrscheinlich ein zweites Mal brauchen, das ist der Punkt. Vielleicht. Also für die andere Seite bestimmt. Ich muss das gleich eher mal kontrollieren, weil ich mir nicht sicher bin mit dem Abstimmen.
Deswegen darfst du einmal einen Blick aufschmeißen. Ja, das stimmt nicht, genau. Ja, da war ich schon. Muss mal gucken, ob der Pinöckel richtig sitzt. Das ist richtig. Ja, das also welcher Pinöckel? Der hier. Ja, ja. Ob der ein Sechstel oder ein Fünftel ist, kann ich nicht. Hier, siebte. Dann passt es. Nee, da ist ein Sechstel. Ja, dann ist er gut. Also sechs frei und dann den dritten. Ah, ist klar. Ja, dann setzt es drauf. Ja, genau hier. Unten drunter. Mhm. So, und andere Seite auch. Weil es Spaß macht. Ja, dann mache ich das doch mal eben. Das kann ich besser sehen. Ich kann schon mal hier gucken. Ja, gucken kannst du. Gucken. Guckst du. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aber auf die andere Seite. So, dann machen wir die hier. Zweimal, ja, genau. 1, 2, 3, 4, 5. Alles klar. So. Also, wir brauchen jetzt nur das Grundgerüst. Das ist alles noch gar nichts. Also wenn das das Zelt wäre, wären das nur die Stäbe, die gehalten werden hier. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alles klar, da ist der Fehler da schon. Siebter. Nee, ich meine den Grau. Ach so. Deswegen haben wir. So. So, das habe ich vorbereitet. So bin ich. Heute doch. Ups. Ja, Tobias hat seinen Lastwagen mitgebracht, damit er es nachher nach Hause kriegt. Genau. Und 7 Tonner. So, jetzt können wir halt einmal umdrehen. Zack. Und dann kommt vorne vor halt. Ach, da kommen vier Stück. So Haken rein. Vier Stück. Zwei, vier. Noch zwei für dich, zwei für mich. Als drittes. Ach, der kommt aber nach außen hier, ne? Eins. Wo kommt der denn da an? Hä? Achso, dahinter direkt. Die, welcher, was meinst du? Warte mal kurz. Ne, das ist doch richtig. Der hier, was ist zwei. Das für einer? Die habe ich ja schon. Ach, die hast du? Wir sind hier. Alles klar. Da sind wir. Alles klar. Ja, mach die fertig. Ich habe gerade keinen Überblick. Mach ruhig. Mach. Ja, mach ja aber. Ja, ja, mach einfach. Ich habe da gerade keinen Überblick drin. Wenn du weißt, wo sie hinkommen, ist cool. Ich weiß es. Gut. Weil ich habe das gerade nicht im Blick. Das sind die dann hier, ne? Ja, ja auf okay. Der anderen Seite ja, halt. Alles klar, dann weiß ich, was du machst. Ne, ich habe da gerade einen Moment den Überblick verloren. Ja, verliert man echt schnell bei denen. Halt gar nicht! Das ist alles ganz einfach. Hm, genau. Da ist er schon reingesteckt? Ja, der musste er. Das sollte er. Ja, jetzt kommt einer so drüber, deswegen. Ach so. Und dann 3, 4, 5, 6. 3, 6. Ja, passt. Dann kann man auch kontrollieren, ob die richtig sind. Weil ich glaube wirklich, wenn du einen Symmetriefehler hast, dann. Ja, so symmetrisch ist das gar nicht. Wenn du hier guckst, hier ist nur eine Reihe, hier ist eine zweite Reihe, also es ist nicht ganz gleich. Nicht ganz, aber stimmt. Was so ein bisschen an. Man muss echt völlig aufpassen. Ja. So, zweimal. Ja, das sind die kleinen jetzt. Das sind die kleineren. Mit Pinöppel. Davon haben wir ja nicht genug. Fragt sich nur, wo die jetzt reinkommen. Die kommen so und dann von den, neben den, da. Hier so rein, ne? Zack. Ja, und meiner ist andersrum. Deiner ist genau andersrum, genau. Deine hast du recht. Ja. Ja. Hast du also gut gemacht. Puh. Und jetzt zweimal das mit Geld. Oh, es kommt Farbe ins Spiel. Yeah. Ja, ich liebe ja Gelb. Schwarz-Gelb vor allen Dingen. Oh, du hättest ahnen können. Wegen Eishockey, ne? Ja, genau. Obwohl meine Mannschaft sich nicht mit Ruhm bekleckert im Moment. Nee, ich höre auch momentan nicht so viel davon, muss ich sagen.
Sonst hat man samstags oder sonntags mal was gehört, aber im Moment ist es ein bisschen ruhig. Ja, weil es im Moment nicht läuft. Wir sind erst bei Seite 43 hier übrigens. Von? 366? Ja, komm, ist ein Zehntel, ist über ein Zehntel, da musst du mal so sehen. 466, Entschuldigung. 466. Über ein Zehntel, da mache ich mir gar nichts vor. Uff. Ich habe 1200 Seiten Bibel gelesen, was soll ich denn sagen? Genau. Also unsere Zuschauer müssen sehr viel Geduld haben bei diesen Teilen. Aber das haben sie. Die kennen das ja schon. Da fällt mir was ein. Weißt du, wie ein Synthesizer funktioniert? Nein. Schade. Also die habe ich schon vorbereitet. Das ist prima. Darf ich? Dankeschön. Weil das hätte ich gerne. Ich möchte gerne. Also ich habe. Ich beschäftige mich momentan wirklich viel mit Logic, um das Programm endlich unter Kontrolle zu kriegen. Weil momentan kontrolliert es noch mich. Und das sollte eigentlich nicht sein bei einer Profi-App. Nee. Ich mache hier oben weiter, ja? Ja, ja, genau. Ich guck schon mal. Ja. Da war auch irgendwas bei der anderen Seite vorbereiten kann. Und dann. Und da gibt es eine andere, weil da gibt es ja ganz viele verschiedene Synthesizer-Typen. Hm. Gibt es ja. Da sollten wir zu unserem Lieblingsladen fahren und uns verraten lassen. Bin ja was? Zu unserem Lieblingsladen fahren und verraten lassen. Ja, das Dumme ist halt alles softwaremäßig, ne? Ach so, ich dachte. Und da bin ich mich am Einlesen im Moment, weil ich das halt verstehen möchte. Kann ich verstehen. Am interessantesten fand ich bisher ein Video, die hatten einen Synthesizer da mit ein oder zwei Klangerzeugern, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich meine, es wären zwei. Das ist alles korrekt so. Eins, zwei, drei, vier. Ich wollte nur was überprüfen, alles gut. Und die haben aus diesem Synthesizer, weil du kannst ja damit nochmal Klänge synthetisieren, deswegen heißt das Ding ja so, haben die ein E-Piano draus gemacht. Das fand ich cool. Einfach mal zu zeigen, was man damit alle machen kann, weißt du? Und das hat mich sehr inspiriert, muss ich sagen. Das ging auch relativ zügig, weil der hatte Ahnung davon. Ja, drehen wir hier rum, drehen wir da, ein bisschen Release, ein bisschen Attack und bla bla. Aber das hat mich sehr beeindruckt. Wirklich. Und wenn du an den Parametern da rumschraubst, dann kannst du alles Mögliche an Klingen halt rausholen. Ja, ist doch korrekt, was ich hier mache. Alles richtig. Ist alles noch gut, ne? Alles gut. Oh, scheiße, warum passt das nicht? Weil ich hier vorne Mist gemacht habe, wahrscheinlich. Nein, nein. Doch, das passt. Nee, nee. Oh, die sind aber doof, die Dinger eben. Ja, da muss man halt unser Messer nehmen. Willst du ihn einmal rausholen, bitte? Der hier, ne? Ja, der so übergreift. Schneid dich nicht noch. Ja, ist gut. Pass auf. Ihr müsst da sehr vorsichtig sein. Pass auf, schneid sich ins Messer. Ja, das war schwer, ja. Ah, da kommt er noch. Ja. Hat er verloren. So, Vorsicht, bevor ich vergesse, was ich vorhatte. Also Messer sollte man parat haben. Beim Bauen. Ja, wenn man es so macht wie wir schon. Es wird nicht nur uns passieren. Ja, das steht nämlich über, siehst du das? Das heißt aber auch, dass da ein Loch frei ist. Okay. Ja, das sieht besser aus. Nur ist es jetzt irgendwie falsch. Falsch rum. Irgendwie bin ich gerade. Jetzt bin ich völlig raus. Aber das passt doch hier, das verstehe ich gar nicht. Warte mal, machen wir es nochmal. Das kommt ins erste, das ins zweite. Das ins vierte, fünfte. Ne, vierte, ist schon richtig. 2, 3, 4, ja. Ja, dann passt es jetzt. Jetzt passt es. Genau, das hatte ich vorhin falsch. Ja, genau. So. Perfekt. Ja, solange es noch rekonstruierbar ist, ist alles gut. Ja, ich mach dann halt die wieder dran, weil du das. Ich bin noch gar nicht fertig hier oben. Ja, doch.
Doch? Ja, doch. Okay. Ja, und damit beschäftige ich mich momentan. Es gab halt in dem Handbuch zu Logic ein extra Kapitel nur über Synthesizer, also wirklich nur Grundlagen. Ja. Boah, richtig verstanden habe ich das auch alle noch nicht. So, und das kommen wir jetzt wohin? Hier. Bei. Nee, das kommt hier. Da gegenüber, genau. Also, hier so rein, würde ich sagen. Hier so rein, genau. Ach du Scheiße. Genau. So denke ich mir auch gerade. Was für eine Konstruktion hier. Oh Gott. Warte mal, das passt. Bei mir passt. Nee, hier aber nicht. Ja, ist nicht. Ist aber falsche Höhe oder so. Falsche Loch genommen. That's what she said. Schatz, da hast du mal das falsche Loch genommen. Macht nichts, tut gut. Ja, kommt schon. Ja. Entschuldigung. Nee, mach mal. Manchmal sind zwei einfach zu viel. Ist kein Problem. Fangen wir sind. Hä? Hast du das Oberteil gebaut? Das ist echt kompliziert. So, muss man nach und nach machen. Ja, das ist jetzt winkeltechnisch aber nicht zusammen, Leute, oder? Das greift dann in das Loch, und das greift in das Loch, und das greift in das Loch. So. So viele Löcher für den Herrn. Jetzt ist das hier oben wieder raus. Das kriege ich jetzt auch rein. So. Ich bin ehrgeizig, was das betrifft. Das ist Ehrgeiz. So. Aber warum ist hier ein Pinöppel dann ohne was? Ah, das geht ja gar nicht ran. Weil, hier, siehst du das? Nee, dieser Pinöppel. Dieser Pinöppel stört. Der stört nicht nur, das passt da nicht hin. Ist ja auch zu viel wahrscheinlich, oder? Ja, sicher ist das zu viel. Den habe ich aus Versehen da reingesetzt. Bitte um Entschuldigung, Madame, Monsieur. Und ich wundere mich, warum das nicht im Loch reingeht. Tja, das wundern sich viele. Aber die sind nicht symmetrisch, siehst du? Sind die beiden? Zähl mal 6 ab, auf das 6 von rechts. Du müssen ja beide 6 haben, das würde ich wahrscheinlich der 7. Noch erzählen. Also ja, in 7. 6 bist du frei. 3, 4, 5, 6, 7, 8, hä? Ja, dann zähl, nimm einen raus. Dann nimm einen raus. Nee, warte. Doch, die sind auch nicht symmetrisch, siehst du? Die stimmt. Die sind versetzt. Ist doch alles richtig. Nee, die sind symmetrisch, glaub mir. Ja, dann hol den noch raus und setz den ins 7. Ja, aber. Haben wir wahrscheinlich 1, nur verzählt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja. Und du hast. Ja, dann hol ihn doch einfach raus. Häng dich doch nicht dran auf. Dann habe ich es falsch gemacht. Kann doch mal passieren. Nein, hier darf nichts falsch sein. Muss alles seine richtige Korrektur haben. So, kann passieren, natürlich. Also, häng dich doch an sowas nicht auf. Mach ich doch nicht. Doch. Mach ich doch nicht. Entschuldigung, Wetter. So, das Ganze machen wir jetzt nochmal. Hör auf. Hast du die dran? Ja. Ja, natürlich machen wir es nochmal für die andere Seite. Was denkst du denn? Tu nicht so weit weg. Nö, aber ich fang schon mal an. Ja, siehst du, machen wir den ganzen Quatsch nochmal. Jetzt, wo wir geübt sind, kann man das jetzt besser? Ja. Ha! Ich lach mich tot. Das klang wie eine Frage. Können wir das jetzt besser? Genau. Ich bin gemein, ich weiß. Ich geb's ja zu. Unglaublich, der Mann. Vor allem wird das wieder anders. Das wird wirklich anders. Ich brauch schon mal die zweite Seite. Ja. Duales Bauen ist hier wirklich Gold wert. Ja, vor allem Time-mäßig auch, ja. Time-consuming, ich mag das Wort irgendwie. Draußen gibt es einen Schneesturm und wir sitzen hier und basteln. Nee, aber Beste, was man machen kann. Und die Adventszeit. Apropos schönen zweiten Advent. Ja, wenn das online ist, das ja, dauert ein bisschen. Kommen ja 2 Videos vor. Alter, über eine Stunde, ey. Jo. Jo. Was sonst? 3, 6.
Momentan. Andere gehen arbeiten in der Zeit. Momentan. Das ist Arbeit. Nein, das war Glück. Das Viking ist noch nicht bezahlt. Ist ja Vergnügen. Acht und. So, 4, 8, 9. Ich kontrolliere lieber zweimal. Ja. Und. Achso, die hier oben. One moment, please. Das muss ich auch erzählen. Hat zwar jetzt nichts damit zu tun. Moment, mein stimmt fast nicht. Warum? Oder? Hör auf. Nee, ich meine das jetzt ganz ernst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Müsste das soweit auseinander sein? Und hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oha, oha. Das sehen wir gleich. Ja, muss man. Warte mal, ich guck mal eben hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der ist korrekt. Die sind eigentlich übereinander, ne? Die sind übereinander. Dann müssten die da rüber. Na gut, das kann man ja relativ flott. Kurz und flott. Wenn das dann alles stimmt, weil hier sind die nämlich auch ne, übereinander. Ja, stand über den. Okay. Aber diese. Hier bleibt das schon mal weiter. Wir werden das schon feststellen. Symmetrie ist halt sehr wichtig. Bei dem Z. Es ist gerade irgendwie irritierend, aber wahrscheinlich liegt es nur an meinen Augen. Vielleicht? Ja, doch, ich glaube, ich weiß was. Ja, sicher, da ist so einiges anders. Das ist gar nicht symmetrisch. Absolut nicht. Hör auf. Nee, ist das noch nicht. Der Abstand ist doch nicht gleich der Abstand. Siehst du, was ich meine? Ja, richtig. Die Frage ist, muss das so? Darf ich mal kurz was gucken? Ach so. Das sind die. Man kann ja zählen. Man kann ja hier die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, das passt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, das passt doch. Ich zweifle nur, dass die andere Seite ist falsch. Nein. Doch. Nein. Siehst du das? Die muss da rein. Nicht hier rein. Siehst du das? Die ist nämlich genau da, wo der Schwarze aufhört. Und das ist der Schwarze. Heute, ja. Ach ja, was soll nichts zu tun. Ne? Aber. Nee, das ist so. Glaub mir das. Wir haben noch aufgepasst. Ja, natürlich haben wir das. So, der kommt da hin. Das ist ja alles noch recht gut machbar. Also ihr müsst euch sehr konzentrieren, sehr, sehr konzentrieren. Ich wollte gerade sagen, das sah doch alles recht merkwürdig aus. Deswegen ist es auch gut, wenn man es zu zweit baut. Wenn es den einen nicht auffällt, fällt es den anderen vielleicht. Vielleicht auch. Vielleicht, ja. Spätestens, wenn man es, wenn es an der Zeit gewesen wäre. So, siehst du, jetzt passt es auch. Hast du hier den Finger zwischen? Hier in den Finger. Ja, ist ja gut. Dann passen die Abstände nämlich. Deswegen sah das vorhin so komisch aus. Ja, richtig. So. So. Alter. Tief ein- und ausatmen. Mir wird schlecht. Mir nicht. Nicht? Was zu trinken wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, wollte ich eigentlich, wenn die Tüte fertig ist. Stunden später. Verdurstet. Genau. Sitzt hier. Wasser. Ja, das tun wir alles nur für euch. So. Nee. Das ist wie hier auch, genau. Das war richtig so. Ja, so rum. Ja, das passt auch. Ja, mach lieber alleine, sonst kommen wir gleich wieder ins Gehege. Ja, das ist auch. Reinstecken geht leider nur alleine. Katsching. So, ja, zweideutig.
So, das sieht doch gut aus. Jetzt sieht es gut aus. Jetzt, wo ich das korrigiert habe. Warte mal, was ist das? Viermal, genau. Das kommt jetzt da drauf, dass das halt stabil ist. Ah, also jetzt wäre es wahrscheinlich aufgefallen. Jetzt wäre es aufgefallen. Spätestens jetzt. Und das die dunklen? Die dunklen. Ja. Prima. Und die kommen halt ein frei und dann... Ja, da ist ja eh nur der eine. Ich meine ein frei und dann... Wie ein frei und dann? Ja, bei den Doppelten. Ja, ein frei und dann... So meinst du, ne? Genau. Juhu, ein frei. Ja, aber ich habe hier einen frei. Ja, ich habe hier nun mal keinen frei, weil dann jetzt ist... Wann? Weil der ist Lego. Ach du Scheiße. What? What? What the fuck? So, das ist so. Das muss hier dran, oder? Das muss da dran, ja. Question how? Das kommt jetzt ja. Hä? Hä? Warte mal, müssen wir. Dazwischen das bestimmt. Ich wollte gerade sagen, das müssen wir wahrscheinlich so rausziehen. Und dann reinstecken. Du lebst bis. Ich frage nur, wie weit? Ganz rein. Bis zum Ende, bis zum Anschlag. Bis nicht mehr gehen. Ah. Deswegen. Aber hier ist nichts zwischen. Warum? Du machst mich fertig. Ja, das stimmt nicht hier. Die. Da ist nichts zwischen. Siehst du das hier? Oder? Na, hier oben ist doch das. Ja, aber da ist nichts zwischen. Aber es passt gerade so von der Sache her irgendwie gar nicht. Ja, deswegen ja. Das stimmt nicht. Ja, stimmt da nicht. Schon wieder nicht. Oh nein! Warte mal, müssen wir es nochmal rausholen. Vielleicht da irgendwas. Irgendwas? Kann man es rausziehen nochmal? Ja. Moment, kann sein, dass irgendwie Pinne dran sind. Oder? Also nochmal. Lass uns mal was gucken. Ob das passt. Das ist symmetrisch. Das ist okay. Vier. Ja, ich sehe schon. Ja, dann kommen also vier hin. Frei und dann. Und hier sind es fünf. Aber das stimmt auch. Hä? Moment. Dreh's richtig rum, ne? Was ist jetzt falsch rum? Nee, das ist jetzt so wie im Bild. Nein, 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 das ist andersrum. Weil hier, genau. Okay. Puh. Vier, fünf. 4, 5, das passt aber. 2 frei, das passt. Das ist schon richtig. Da sind's. Versuchen wir es nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das ist ja so ein Spiegel. Weil das sieht halt hier so aus, als ob hier kein nichts ist. Siehst du das hier? Doch, hier unten. Stimmt. Du siehst du nur nicht wahrscheinlich. Oh, Entschuldige. Nee, der ist alles gut, aber das passt trotzdem nicht. Ja doch, das passt nee, trotzdem nicht. Nee, der ist nicht da. Das passt nee, dazwischen. Nee, nein, 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 das passt nicht dazwischen. Doch. Ach, da, Eins, zwei, drei, vier. Hier damit ich 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Ja, das meine ich nämlich. Nee, nee, der, dann ist der. Ja, aber dann stimmt das Ganze nicht. Nein, dann ist der höchstens falsch. Ja, aber dann stimmt das Ganze nicht, weil. Ach so, wegen den zwei dazwischen, ne? Da fängt das ja an. Schon mal 4, 5, 6, 7. 8. Das muss so. Ja, aber das ist doch. Dann verzieht das komplett, siehst du? Irgendwas stimmt nicht. Das stimmt nicht, ne? Oder haben wir beide Denkfehler? Warte mal, lass mal liegen. Ich hab's. Was ist verkehrt rum oder was? Ach, come on. Das passt trotzdem nicht. Das ist ja für mich, das haut da nicht hin. Ja, aber. Guck, da sind halt nee, die Doppelten sind. Hier sind wir, das ist schon richtig. Ah, Mann. So. Schon später. Ja, nur, wir müssen jetzt mal ganz genau gucken. Leg nochmal rein. Ja, so ist richtig rum. So, jetzt gucken wir mal, was da nicht passen kann, weil das ist kein. Das passt, nee. Weil das kommt da drauf, das steht ja auch da. Siehst du das? Wie viele Steinchen, wie viele Ecken hast du von da? Zähl das mal hier. Drei, nicht da, vier, hier. Fünf, hier, sechs, Tobias. Sieben, acht, neunte.
4, 5, 6, 7, 8, 9. Das passt. 8, 9, das ist auch 9. Aber das kommt. Aber das, die Sache ist. Ach, warte. Thorsten. Ich hab's schon. Nee, aber die Sache ist die. Guck, da ist was. Wo, und hier ist nicht. Zum Draufstellen, weißt du, was ich meine? Weil sieht nur so aus. Da fehlt was. Da fehlt irgendwas. Die nachfolgenden Sendungen. Die haben ja nichts übersehen, ne? Nein. Das macht Sinn, aber warum macht das hier keinen Sinn? Ich verstehe auch nicht, warum hier halt braun unten drunter ist und da nicht. Ich sehe aber den Unterschied. Ich sehe den Unterschied. Ich sehe den Unterschied. Die Frage ist nur. Ach so, meinst du, dass das der Abstand nicht stimmt? Aber sowas von nicht. Oh. Ja, das kriege ich jetzt mal auseinander. Das ist ja alles verzahnt. Die sind nämlich falsch. Ja, es ist halt sehr, 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 sehr komplex. Ja, dann kommt die hier rein. Wie gesagt, ich verstehe nicht, warum... Das siehst du leicht. Nein, ich verstehe nicht, warum hier Dings ist, eine Platte und da nicht... Das siehst du leicht, das passt gleich. Weil das wird nämlich gleich kürzer. Ich verstehe... Ah, ich sehe es. Okay, okay. Alles gut. Ich hatte nur eine optische Sache, die ich jetzt sehe. Wenn wir es jetzt aneinander schieben, passt es nämlich. Dann kannst du das nämlich hier draufsetzen. Alle falsche Stückchen genommen hier. So, dann setzen wir das drauf. Das ist schon drauf. Und hier. Und jetzt können wir reinschieben. Genau. Also alle. Jetzt kriegst du auch Stabilität. Warum geht der nicht rein hier? Weiß ich gerade nicht. Gerade keine. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ups. Was regt hier? Hm. Vielleicht nochmal rausnehmen. Oh, da ist ja nichts drin, oder? Nee, dürfte nicht. Aber rein geht er nicht. Und da auf einer Seite auch nicht. Und hier auch nicht. Oh nein! Oh nein! Stopp. Du musst doch. Okay. Geht nicht. Soll das denn? Soll aber, ja. Ah, come on. Nochmal alles auseinanderbauen. Also, wo wir einmal dabei sind. Vielleicht stimmt die. Warte. Vielleicht stimmt irgendwas hier drin nicht, weißt du, was ich meine? Ja, deswegen müssen wir es ja rausnehmen. Ach, nee. We had joy, we had fun, we had music. Und das ist erst das Grundgerüst. Ja, das ist. Irgendwo hat das bei dir noch? Ja. Hä? Da ist nichts zwischen, ne? Da ist gar nichts zwischen. Warte mal, vielleicht müssen wir es doch nicht ganz reinschieben. Doch, doch, muss schon. Doch, das steht ja auch in der Hand. Dann gucken wir uns jetzt. Dann leg das nur drauf, aber hast du gar nichts da. Vielleicht müssen wir erst die in der Mitte reinschieben und dann die anderen. Ja, ich bin gerade. Nee, da musst du mit Greif an. Stopp. Nee, den Greifer machst du auf deiner Seite. Ja, stimmt. Der ist auf deiner Seite. Oh mein Gott, wieso geht das nicht? Jetzt kriegen wir die auch nicht mehr. Ja, aber da ist ja keine Lücke zwischen. Nee, werden es auch gerade. Zumindest die oberen. Ja, jetzt. Und dann muss man einfach nur ein bisschen. Bisschen gegendrücken. Ah, jetzt, okay. Komm schon, jetzt ist der. Ja. Muss ein bisschen fummeln. Fummeln tue ich ja gerne. Ja.
Dein Hobby. Mein Hobby. Ja, Mann, ey. Bist du echt bekloppt? Aber es macht was. Ja, Wahnsinn. Wenn wir hier fertig sind, kannst du mich einweisen, glaube ich. Ja, wie gesagt, das ist nur das Grundgerüst. Ja, da ist noch nichts Special bei. Doch, Special mit Zähnen und Special mit Stein und... Oh, und da kommt wahrscheinlich nochmal so ein Monster hinten dran. Das gleiche kommt spiegelverkehrt noch dran, ja. So, da haben wir jetzt, warte mal. Haben wir jetzt alles reingeschoben? Hast du das hier gemacht? Erstmal umdrehen, weil die kommen hier drauf. Dann lass uns das bitte so drehen, dass ich das erkennen kann. Ja, warum sind die unterschiedlich hoch? Das verstehe ich nicht. Hier, siehst du das? Die sind, hier ist es unterschiedlich und da ist es auf ja, vielleicht einer. Vielleicht soll das so. Hä? Kommt kann ich mir nicht vorstellen. Warum? Hier ist es unterschiedlich, weil das so drauf kommt. So, das ist schon mal richtig. So, das passt schon mal. Das ist in Ordnung. Okay. So, und den Rest, den brauchen wir erstmal gar nicht. Hm. Und es kommt wieder so ein... Ach, wieder so ein Pin. Pin, der durchgeschoben wird. Ja, ja, dann setzt einen rein bei dir. Oder? Ja, zwei Stück. Ist richtig. Einer auf jeder Seite, ne? Auf welcher Höhe? Hier. Direkt hinten in die Ecke. In die Ecke damit. Also mitten in die Ecke rein, genau. Dann dreht er mal rum. Mache ich gerne. Aber den anderen auch reinschieben? Und den unteren? Ach, die hier innen? Oder was? Bei den Dreier. Du, der untere ist drin bei mir. Okay. Meiner war ist jetzt erst drin. Das alles klar. Man muss ja über alles reden. Man weiß nie, ne. So, und der kommt in die Mitte rein. Oh Gott. Ich liebe das jetzt. jedes Jahr machen wir das jetzt einmal auf und wieder ab. Nein, Scherz. Kannst du nicht machen. So, die haben wir nämlich noch nicht dran. Ich setze die rein, ist ja gut, ich hab's ja gesehen. Hast du die schon bei dir? Einen, ja. Ist ja nur einer. Nee, nee. Die kommen ja auch hier bei den Grauen hin. Auch innen. Genau, den habe ich nämlich noch nicht, das meine ich. Die habe ich auch noch nicht. Das sind ja zwei. Ja. Ich finde das auch nicht. So, jetzt. Auf deiner Seite auch. Thorsten, auf deiner Seite auch. Nein. Doch. Bei mir nicht. Doch. Das ist deine Seite. Das ist deine Seite. Mit dem Gelb. Da. Stimmt, mit dem Gelb ist meins. Oh Scheiße, ey, ich hab so dicke Finger für so einen Mist. Komm, mach du dir mal rein hier vorne. Ist trotzdem für ab 18, 16. Ja, ist auch vernünftig. Ich wollte schon sagen, ab 18, aber. Ja, Quatsch. Lego ab 18. Ja, Lego Technik, ne? Das ist auch. Das ist auch. Ja. Meine Finger sind auch zu dick, nein. Nee, du hast Inneres. Bei Stiniere Flossen. Praktikantin! Ja. Wenn man sie braucht, ist sie nicht da. Aber immer. So, da habe ich noch ein hier. Hast du hier schon? Ja. Okay. Hier schon. Boah, ey, was in meiner Mitte. So. Warte, da sind wir gerade. Da sind noch die Weißen mit dem. Hast du die schon? Nee. Ich bin gerade dabei. Brauchst du nur einen Dreier mit drin? Ja, du aber auch. Musst du zwei von machen. Muss ich gar nicht. Ja, ich brauch einen und du brauchst einen. Ja, Ja, eben was. ja, sorry. Ja, drauf. Ja, wo? Ja, da. So drauf? Ja, sicher. Ja, aber, hä? Fehlt noch was. Ja, sicher. Den Rest musst du ja noch dabei bauen. Genauso wie ich. Ich muss dir dazu denken. Ich kann nicht denken. Vorbei. Sind das wirklich die langen? Die sehen so kurz aus.
sieht gut ja, aus, finde ich. Doch, geht nicht anders, ja. Das ist ein Sechser. Ne, ein Achter. Nee, Achter. Blätter mal um, bitte. Warte, stopp. Was ist da? Blätter um. Ja, Entschuldigung, ich habe noch was gesehen. Ja, die. Ja. Und die Platte. Habe ich jetzt auch gesehen. Weiß nicht, wo die Platte hinkommt. So. Ich denke mal hier. Ja, denkt er sich so, weißt du? Ansonsten, Probierwerkzeug! Denkt er sich und gleich, Scheiße! Wieder umdrehen, ne? Ja, das mach ich, das sieht gut aus. Drehen Sie jetzt. Oder drehen Sie jetzt. War geil. Genau. Steve Urkel. Ja. Ich erinnere mich das. Hammerhart, hammerhart. Das so. Wo sind die ganzen? Ja. Ich brauche noch zwei von denen hier. Also hier ist eins. Das ist gut. Ja, und der. Oh, prima. Es geht auf Ende zu. Merkst du, die Steine werden knapp. Ja, von 7541 Teilen. Es geht auf Ende zu. Es geht auf Ende zu, genau. Wir sind fast fertig. Hallo? Ja, komm. Okay, das ist dran. So, und dann vier Stück. Kommen wieder diese. Hä, wo kommt die denn dran? Die kommen vorne hier vor. In der Mitte, okay. Was hast du ja richtig? Also, ein frei, genau, habe ich aufgesehen und dann. Wo kommen die anderen zwei hin? Die anderen zwei, davon zwei frei und dann. Zwei frei und hier dann. Hin? Zwei frei. Also hier, zwei frei und dann. Das wäre beinahe schief gegangen. Ja, von hier zwei frei. Ja, dann sitzt doch rein, wo du meinst. Mach doch rein. Mach ich doch. Lässt mich ja nicht. Ich werde gleich unheimlich attraktiv. So. Oh mein Gott. Geil. Geil, sagt er, freut sich. Ach du Scheiße. Ich hoffe, Sie haben nichts mehr vor heute. Nö. Ich hab eigentlich schon gesagt, ich baue Millennium Falcon XXL. Ja. XXL. Ja. Sollen wir umdrehen? Nein, lass so. Ach so, wie ist hingekommen? Ach scheiße, habe ich es jetzt doch falsch gemacht. Ja, deswegen sage ich es dir. Habe ich es tatsächlich falsch. Ich komme ja nämlich hier hin. Ja, siehst du? Bam, in your face. Wieder gut aufgepasst. Ach, wieder? Ich hab oft geschlafen, aber ich habe nicht mehr aufgepasst. So, ich darf gleich wieder fummeln dazwischen. Ja, bitte, du darfst. Weil das geht wirklich nur am besten alleine. Fummeln geht am besten alleine. Ja. Vor allem dann das Loch treffen und das richtige Loch und ja. Also viele Kranefinger sind dann gebraucht. Benötigt. Müsst ihr beistehen bei der Packbedienungsanleitung. Bitte. Ja, bitte nur mit schmalen Fingern ab. Viele Kranefinger. Und zu zweit aufbauen, das ist auch. Dicke Finger unerwünscht. Ja, aber zu zweit aufbauen ist echt sinnig bei der Zeit, ey. Ja, wenn der Kollege den Tonstern alleine packt, dann müssen wir das aber auch hinkriegen. Ja, der Paul. So. Noch nicht. Kannst du die Routen. Ja, wieso? Die. Ja, ich muss aber hier noch was machen, was der Herr wieder nicht sieht. Und da kommt jetzt was anderes. Ich bin schon mal froh, dass das richtige Tütchen offenbar erwischt. Ja, bin ich auch froh. Vor allem, dass dann nicht noch mehr Nummer 1 sind. Ne? Das darfst du gar keinem erzählen. So, es kommen da lauter rote Dinger zwischen, oder was? Nee, das ist nur das Bild, wie es so nachher aussieht, weißt du doch. Nachher. Mhm. Später meinst du. So in einer Stunde. Oder zwei. Hey, Alter, sollen wir das echt komplett lassen, das Video? Das ist Wahnsinn. Ich weiß nicht. Also, wir haben es eigentlich immer so gemacht. Ja, wie willst du es auch schneiden? Das bringt das alles durcheinander.
Penguin, unsere Fans dann irritiert sein. Hä? Sonst machen die das doch auch immer. Ein genau. Tütchen, ein Teil. Da müssen, also man kann ja auch pausieren und dann einen Tag da ab der Minute wieder angucken. Ja. Also man muss es ja nicht am Stück gucken. Muss man nicht, nee. Muss man nicht, nein. Wir wollen zwar am Stück, aber ihr müsst es nicht am Stück angucken. Ich sehe das Ding noch nicht fertig. Ja, das ist. So, das kommt. Mach das richtig. Mach das bloß. Mach das richtig. Ich sag dir das, mach das richtig. Muss halt immer in die richtigen Löcher, ne? Sonst hast du ein Problem. Wie wir wissen. Das eigene Land. Soll ich weitermachen? Ja, ist besser, wenn das Seiten. Nein, nein, ist schon richtig, gerade bei der Größe. Aber ich kann ja auch schon mal die vorbereiten, die roten. Das ist ja der Vorteil, wie gesagt, wenn man zu zweit ist. Dann kann der eine schon mal das andere machen und der andere das andere. Und der nächste das nächste. Der nächste das nächste. Und die Praktikantin kann uns dann abtupfen, Getränke bringen. Ja, und wir sitzen schon im Studio und haben Durst. Ja, meine. Meins? Meins? Klar. Ja, gut. Alles gut. Und das da. Das ist wie Tapezieren. Wenn man fertig ist, kann man keine Tapete mehr sehen. Lego geht immer. Hallo. Danach ist ein halbes Jahr Ruhe, ich schwör's. Es kommt ein Krusty-Burger. Genau. Haben wir uns ja gewünscht. Bei Teil 2. Ein Must-Have für jeden. Ein Krusty-Burger. Ich bin fertig, und du? Nerven. Ach, Quatsch. What the fuck? Was ist das für eine Konstruktion hier? Ich komme da gar nicht drauf klar. Soll ich dir helfen? Das muss so, oder wie? Nee. Was denn los? Sprich mit Papa. Genau. Das kommt dann innen drin. Ja, ja, lass mich klar, Mel. Ich bin gerade gereizt. Ich sehe es gerade. Ich bin so gereizt, dass ich es verkehrt mache. Ja, genau. Ja. Richtig verkehrt. Aber so richtig, richtig. So, jetzt weiß ich auch, was ich falsch gemacht habe. Der kommt nämlich dahin. So, so ist es. So ist es und so bleibt es. So, gut, dass ich nochmal Urlaub habe. Die brauche ich jetzt auch. Für was denn? Hallo? Was? Ich bin jetzt auch wieder arbeiten. Richtig. Ins wievielte kommt er? Ins fünfte? Ins fünfte. 1, 2, 3, 4, 5. Dann kommt ja so ein gelber, komischer. Ja, so bin ich noch nicht. So, kannst du mir den mal raussuchen, den kleinen? Ja, klar. Das ist der hier. Natürlich, hier, bitteschön. Das ist kein Thema. Ja. Nimm doch einfach den, bevor der nächste kommt. Muss halt so rum. Eins. Drei Löcher frei. Ja, setz mal rein, wenn du weißt, wohin. Ja, wenn ich das jetzt hier drauf erwähne. Ja, genau, dann sieht das schon ganz anders aus. Genau. Sieht's ja auch, hä? Ah, da kommt noch ein. Ja, da kommt noch einer dazwischen. So weit war ich noch nicht. Ist ja okay. Habe ich ja gesehen. Gut gerettet, ne? Gut gerettet. Weißt du, wenn es so irgendwo kommt, ist das erste Tütchen wahrscheinlich echt das größte. Das muss hier drauf. Na, kommen noch die dran. Ja, gleich. Der wird doch schon vorbereitet hier. Ja, aber die muss erst da drauf. Dann kannst du die da dran machen. Nein, muss nicht. Muss wohl. Wenn der Kuchen redet, hat die Krümelpause. So, jetzt kannst du. Ja, es ist besser, wenn das immer der macht, der auf die Seite ist. Ja, deswegen sage ich ja. Sonst machst du alles verkehrt. Hä? Ja, habe ich schon. Alter, das ist die schlimmste Lego-Folge, die wir hatten bisher. Pann. Bleiben Sie im Pann. Hab ich schon gesagt.
Du, da kannst du gegenstechen mit einem anderen. Du kannst zum Beispiel den blauen nehmen und gegenstechen, das geht. Okay. Ach, herrlich, hab ich schon. Oh, wenn uns einer sieht, so, ne? Ha, der Hammer. Wir haben noch Comedy hier mit drin, ja. Gut, dass das nicht im Internet landet. Na, so gar nicht. Scheiße. Kommt man denn darauf? Internet, das Internet, ist so schön. Was ist denn Internet? Wo hast du die gelben vergessen? Nein, die, ja, die zweite Reihe schon. Die erste Reihe ist drauf. Aber kommt in eine Reihe drüber. Nee, kommt nicht. Ich hätte das da drunter setzen sollen, nicht da drauf. Kann das sein? Du hast die dazwischen gesetzt, aber nicht drauf, ja. Oh, nö. Das habe ich gesehen. Das ist aber nicht korrekt, was du da machst. Aber der Fit. Setz. Nein, mach doch alles kaputt, okay. Das muss da drunter, nicht da drauf. Das war schon. Genau. Genau. So geht ein Schuh draus. Ja, ein Schuh. Ich bin total fertig. Wo war's denn? Vom bisschen Lego. Das bisschen. Bin Schlimmeres gewohnt. Fertig. Aber wenn ich mir das angucke, das ist doch. Was ist denn das? Weißt du, wo wir den Turm gebaut haben oder das Simpsons-Haus, da konnte man sehen, ja, das wird ein Häuschen, das wird ein Turm, das wird ein Quickie-Markt. Aber ich erkenne hier gerade gar nichts. Das wird das Grundgerüst. Das ist was für ein Grundgerüst, das hast du nicht zugemacht. Ich übrigens auch nicht. Besucht uns demnächst in der Klasse. Weißt du, was denn dann machen in der Klapse? Dann machen wir nur Lego-Sets. Da darfst du nur Lego-Sets zusammenbauen. Ach, zwei habe ich einen vergessen. Aber es macht doch Spaß, hallo? Hammer, aber nur Burner. Haben wir Andy schon gegrüßt? Ja. Ja. Vor anderthalb Stunden. Gefühlt noch zwei. Vergiss die nicht, Igelm. Ja, die du falsch gemacht hast. So, jetzt hast du sie wieder gekriegt. Aber ich habe ja auch Fehler gemacht. Alles gut, es steht 10-10. 10 zu 10, genau, ich mach schon. Ja, bist selbst am Prosten. Ja, ist halt. Seite 60 und immer noch Tüte 1, also das ist ja auch eine. Deswegen sage ich ja, die erste Tüte wird schlimm sein, der Rest, der relativiert sich hinterher. Vielleicht. Ja, wenn wir 12, 15 Tüten, weißt du, es gibt ja nicht eine Folge, die ist 5 Minuten lang. Die erste geht 2 Stunden, weißt du? Schauen wir mal. Das wird eine ganz komische Playlist dieses Mal. Naja. Ist halt so. Es ist so, wie es ist. Aber unsere Fans mögen uns ja gerade deswegen. Nee, ist nichts normal. Gar nicht. Nee, nach dem Set nicht mehr. Dann sind wir auch keine Freunde mehr. Da geht alles den Bach runter. Was habe ich hier jetzt gebaut? Das kommt hier rein oder rein? Ja, das kommt da rein. Und meins kommt davor, was ich vorbereitet habe. Wenn Thorsten mal soweit ist. Stunden später. Hast du das hier gemacht? Ja. Habe ich in der Hand. Gott sei Dank. Ich bin halt. Vorbereiten. Was? Vorbereiten. Preselector. Du kannst schon mal hier die blauen. Guck mal, wie das noch kann. Das kannst du. Chaka. Ich glaub an dir. Chaka, du schaffst das. Ich glaub an dir. Warte mal, ich geb dir das mal rüber, dann kannst du die reinsetzen, wo du möchtest. Ja, aber zwei Stück. Achso. Zuhören. Und bitte richtig rum, ja? So, alles gut. Nein, bitte richtig rum. Die langen müssen. So. Genau, so rum. Weil die müssen durchgucken. Guckstopp. Guckst du. Oh ne, hätte es nur einen vorbereiten müssen. Ups. Ja, genau. Ich sehe das kommen. Wir setzen nachher einen Deckel drauf und stellen fest, dass unten, ganz unten, irgendwas nicht ist, wie es sein soll. Alter, dann drehe ich am Rad. Glaubst du das? Ach. Das gibt's doch nicht, dass wir so viel falsch machen. Was suchst du? Das hier. Ist das nicht so was? Nee, das ist nee. So ein flacher, ne? Flacher mit? Ja. Ja, danke. Bitte. Ein bisschen was kann ich auch.
Vielen Dank. Oh, ah, just a little bit. Ich kann nichts sehen von hier aus, das ist schlecht. Jetzt muss ich das. Hä? Moment. Das kommt hier unten aus. Das kommt da unten und dann muss das. Hä? Da kommen doch noch Dinge dran. Ah, zwei Stück sind das. Ah, ja, okay. Jetzt wird ein Schuh. Kommt diese wieder Schuhe mal noch drauf? Hier, sowas, ja. So viele Schuhe heute. Ja, kriegen wir auch immer viele. Auf Arbeit, meinst du? Ja. Ja, ich bin dabei. Ich wollte nur gucken, dass ich das richtig mache. Nicht so wie vorhin. Mal beiseite. Ich hab's schon falsch gemacht. Ach Gott. Das muss nämlich da rein. Ja, jedes Mal muss man halt gucken. Welche Richtung machen. Und da muss das lange, die lange rein, ne? Ja, ja. So. Ja, genau, richtig. Warum? Sehr gut. Ich kriege ihn Lob. Ein Stop-Lob. Muss ja auch sein. Kann ja nicht immer schimpfen. Die bereite ich vor. Ich kann nicht immer schimpfen. Sag. 1, 2, 3 frei ins Vierte. Und dann das. Also die Konstrukteure, die Lego-Konstrukteure an sich, ne, die müssen so eine Fantasie haben, Alter. Ja, nee. Die haben auch ein Computerprogramm, wo sie das halt vorgenerieren, ne? Meinst du? Ja. Und wenn ein Teil brauchst, was nicht geht, was hat das Programm dann? Error. Error Zeile 10. Bitte nutzen Sie ein anderes. Bitte nutzen Sie ein anderes Teilchen. Bitte erfinden Sie ein Teilchen neu. 3 frei. Machst du den hier? Ja. Okay, fertig. Ja, das sieht gut aus. So, jetzt kommt das wieder. Nee. Okay. Mach mal. Ich mache hier nichts mehr. Sonst bin ich der Gelackmeite. Jetzt kommt das. So, nein. Moment. Das ist so. Which way should I go now? Und das sieht gut aus. So, genau. Und dann auf dieselbe Höhe wie das hier. Puzzeln Sie jetzt. Ja, das sieht gut aus. Dritter, ja. Ich glaube, wir haben einen vergessen, kann das sein? Nee, der ist aber da nicht da. Hier muss doch bestimmt noch einer rein, oder nicht? Was rein? Nur der ist hier gar nicht angegeben. Der nee, ist er nicht. Und hier ist er auch noch nicht. Und er kommt jetzt hier mit dem. Nein. Nee, naja, wer weiß was. Kommt vielleicht. Okay. Ja, dann mach du die Ecke, dann sonst ich wieder nicht. Du siehst nicht. Nee, ich sehe nichts mehr. Sie sieht mich einfach nicht. Hatten wir schon. Hatten wir? Wann? Ich hab den schon. Ich krieg ja mittlerweile sogar Fan-Anfragen, welchen Song ich mal machen soll. Ja, hab ich mitgekriegt. Finde ich auch gut. Und Bologna fand ich geil. Ich kann mir den Song zwar, das ist ein sehr merkwürdiger Song, aber das, ich habe gelesen, was das für einen Sinn hat. Er hat in einem Interview gesagt, im Grunde ist der Song sinnlos. Also, was hätte ich da schreiben sollen? Ja, richtig. Man soll ja immer ehrlich sein. Immer. Tante Ciccanelli. Habe ich schon zwei große Fans, Sima. Ne, drei eigentlich. Dich, Lisa und der immer kommentiert da. Kommt hier wieder runter? Er hat gesagt, er hat sich alle Songs als MP3 runtergeladen. Sehr gut. Oha, habe ich gesagt. Da zahlst du was zum Einschlafen. Das ist Liebe, wa? Das ist süß. Richtig süß. So sieht's aus. Olli? Hä? Sie sind genau in der Mitte. Aufpassen! Bei jeder Sekunde aufpassen. Aber wir sind gleich mit der ersten Tüte fertig! Das haben wir vor einer halben Stunde auch schon gesagt. Ich hab gesagt, das ist ja nicht viel, ne? Bei jugendlicher Leichtsinn. Ja, so leichtsinnige Jugendlichkeit. Ja, jetzt kommt der Pin hier. Den mache ich, den Pin, da weiß ich, wen so hinkommt. Wir sind gleich fertig, sagt er, nachdem er zwei Teile zusammengesteckt hat. Da ist es doch. Ah, das mit dem Handy ist echt komisch, das geht gar nicht mehr. Ja, falls ihr euch wundert, ich musste auf das iPad zurückgreifen.
weil mein altes Handy nicht mehr will und ich wollte das neue nicht direkt 24 Stunden an der Steckdose lassen. Warte mal, lass mich mal ärgern, mal erst. Und das andere liegt im Schlafzimmer und schläft. Das wird sowieso missbraucht. Aber das passt immer noch nicht, ne? Ne, weil ich wieder doof war. Weil ich wieder doof war. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warte. Ich hab's nämlich gerade. Wir machen das jetzt abwechselnd reinstecken. Ja, sicher. So, jetzt ist er nämlich. Ne, hat hier jetzt, ist dran. Ja, ist jetzt arretiert. Genau, deswegen fehlte das. So, das wird ja so ein Millennium-Falke. Ne? Ein Frei. Was hat sich George Lucas dabei gedacht? Der hat sich gedacht, komm, wir machen es extra kompliziert. Da kommt bestimmt mal ein Lego-Set raus. Er wusste das in den 70ern schon. Wenn das so wäre, wäre cool. So weit denkt doch keiner. So. Einmal umdrehen. Vergiss den hier nicht, ne? Ja, deswegen einmal umdrehen. Okay. Ich habe nichts gesagt, ich wollte es nur erwähnen. Wo kommt der hin? Genau hier. Da ist was runtergefallen. Das war nicht so cool. Pass auf mit dem Mikrofon. Mikro. Da hast du irgendwie bis auf Kriegsfuß mit, ich weiß auch nicht. Wie ich das Teil finden würde. Ah ja. Hast du? Ja. War es was Wichtiges? Nö. Es wäre irgendwann eine Folge 15 aufgefallen. Oder Tüte 17. Wenn es zu spät ist. Hast du die Band schon? Nee, so weit bin ich noch gar nicht. Ganz cool bleiben, ja? Nimmer, das kannst du gebrauchen. Ne? Ja, zweimal sogar. Das ist der braune, ne? Der Vierer? Ja. Also drei Löcher. Ja. Moment. Ja doch, die brauche ich jetzt. Zweimal, ja. Kommt das hier? Nee, Moment. Da ist was falsch. Sekunde. Ja, musst du drei, vier, genau vier frei haben. So muss es sein. Da. So was meinst du? Genau. Okay. Der kommt dann wahrscheinlich so da drauf. Und der so. Ist das korrekt, dass hier vorne einer frei ist? Ja. Die beiden hast du? Gut. Uiuiuiui. Ich beiße wieder die Kippe vor. Sozusagen. Die Müllkippe. Hä? Nichts, hä? Hörgerät. Hörgerät? 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 Das ist das dritte, dann kommt es auf den dritten. Ja, dann ist es gleich auch, okay. Hörgerät, der Gerät. So, das ist schon mal das hier. Das stelle ich mal hier drauf. Griffbereich für dich. Also wenn hier ein Teil fehlt, kann man es ja auch immer. Nein, ich wollte jetzt. Mach bloß keinen Scheiß. Wenn hier ein Teil fehlt, ey, dann raste ich aus. Ich will jetzt mal den Lego-Kunden was sagen. Also, wenn euch mal ein Teil fehlen sollte oder verloren gehen sollte, kann man immer Kundendienst schreiben, die schicken das kostenlos. Ausrufezeichen. Per Post zu euch. Also ist mir leider schon mal passiert, dass mir eins verloren gegangen ist. Da fällt mir ein, was ist mit dem Schädel eigentlich? Den habe ich bekommen. Den hast du bekommen, ne? Zum Beispiel, ne? Also den Schädel habe ich. Das war Herr Ringe, der Blond. Und den habe ich kostenlos zugeschickt gekriegt. Also toller Kundenservice. Also der Step ist durch, ich muss jetzt hier weitermachen, ne? Weil das sehe ich von hier aus nicht. Achso. Ich wollte gerade sagen, da fehlt, weißt du, irgendwie sowas, was man dringend in der Mitte bräuchte, das fehlt dann. Naja, ey, dann raste ich aus. dann ist Feierabend, dann gehe ich nach Hause. Dann lasse ich Tobias hier und fahre zu dir und bleib dann da. Hä? Wenn ich das drehe? Ja, ist richtig. Okay. Ich war jetzt kurz irritiert. Ja, kann doch vorkommen. Nein, machst mir gerade voll Mut hier. Ist ja auch nur eine Maschine, ja? Ich bin keine Maschine. Mensch, Maschine.
So, jetzt kommen die vier hier vorne vor. Dann gibt das auch eine schöne Optik. Ja, das ist ja nur so ein Falken soll ja und will ja auch was hermachen. Macht schon was her, der braucht nur stehen. Der braucht schon. Der braucht nicht fliegen, der muss doch da stehen. Der muss doch da stehen, dann macht er alles richtig. Ja, okay. Wie lange hat wohl die Konstruktionszeit dafür gedauert? Das würde mich auch interessieren. Steht vielleicht im Heft auch drin, vorne ja, vor. Da gucken wir jetzt aber nicht rein. Das kommt dann da dran, wenn es fertig hast. Ne? So rum. Ja, jetzt muss ich gucken, wie das dran kommt. Mhm, dann guckst du mal. Ja, dann brauchen wir das wieder. So, das kommt so. Genau so. Und dann wohin? Also, das war's. Hast du einen Platz gefunden, wo es hinpasst? Pack mal rein, das wird schon schief gehen. Das muss so. Das wird das Gegenstück hier. Schauen wir mal. Das kann man schon absehen. Weiß ich nicht. Och, ist Weihnachten, lass dich überraschen. Wenn schon irgendwas passiert. Erstmal beiseite. Das machen wir es gleich. Aber ich denke mal wirklich, das kommt hier. Ja, das sieht gut aus. Hauptsache, wir machen es diesmal auch richtig symmetrisch. Ja. Ansonsten Profi-Werkzeug! Ja, pummel mal da raus! Profi-Werkzeug, eieiei! Ja, ich muss ein Zeug drüber schreiben. Hast du recht. Was habe ich da jetzt gemacht? Achso, da kommt wieder einer frei. Was willst du drüber schreiben? Ja, was Profi-Werkzeug? Eine Ode an. Eine Ode ans Profi-Werkzeug. Genau. O-Werkzeug! Jener, den ich hier nicht brauche, nicht da ist. Hallo, das braucht man Emma. Oh, Werkzeug, ich nenne dich Emma. Die beiden natürlich wieder zusammen, ne? Ja, dann gib mal her, ich brauche das nämlich zweimal. Ich weiß. Gut. Immer schön mitdenken. Werkzeug! Da musst du mal Jochen Malmsheimer, der kann das gut. Der hat mir eine Ode an die Hose gemacht. Aha, okay. Du Hose! Aber mit diesem Ton, ne? Mhm. Wie eine Predigt in der Kirche. Der kann das richtig gut. Ja. Hä? Hey, wo kommt das hin? Ins Dritte, ne? Ins Dritte, ja. Bitte. Du Profi-Werkzeug. Liegst an meiner Seite. Vorbereitet. Und schläfst. So, Platter und. Ich leg dir das daher, das ist da. Guck mal eben, ob der richtig sitzt sollte, aber ne? Ja, sieht gut aus. Oh, Profi! Hä? Hey, aber. Irgendwas? 3, 4. Da fehlt hier noch was drin. Das war aber mein Fehler. Na, ist alles gut. Solange du es korrigieren kannst, ansonsten ist der Profi noch da! Voll übersteuert nachher. Aber das 2 frei ist richtig. Das ist doch okay so. Ja, aber sieht halt komisch aus. Das ist aber hier auch so. Irgendwo da drin. Irgendwo. Siehst, guck mal hier. Da ist es genauso. Das sitzt genau davor. Okay. Da kommen bestimmt die Schläuche hin, die wir haben. Haben wir Schläuche? Ja, wir haben Schläuche. Tobias hat schon Schläuche gesehen. Ich sehe gar nichts mehr hier. Ich sehe den Stein vor lauter Steinen. Ach Quatsch. Er tut wieder so. Müsst ihr wissen. Er simuliert gerne. Ich denke gerade nur an schöne Sachen. Hallo, Millennium Falken ist schön. Haben wir den ersten Karton jetzt eigentlich leer, oder? Nein. Ach du Scheiße. Ich dachte, wir hätten gleich wenigstens ein Viertel oder sowas. Muss ich dich enttäuschen. So, 4-mal wieder. Ja, das darfst du dann mal vorbereiten. Schon dabei. Das hier ist schön rot. Ja. Und wir hatten natürlich recht, das ist genau die gegenüberliegende 2. Was denn? Okay, ich wollte nur gucken, ob der hier auch drauf ist. 3. Ja. Habe ich gesehen, deswegen. Oh, da hat er reagiert.
Sofort. Oh, reagieren, Halala. 1, 2, 3, 4, 5 ins Sechste. 1, 2, 3, 4, 5 ins Sechste. Dann ein frei ins Achte. Hast du die zwei Grauen gesehen? Ein Nein, Grauen natürlich nicht. Ja, den hast du doch schon drauf, oder nicht? Nee, der fehlt noch. Das sind andere. Der fehlt noch. So. Ah ja, danke schön. Bitteschön. Immer wieder gern. Herr Wilhelm? Ja. Du musst das bei dir übrigens mal ändern, ne? Was? Das sage ich dir gleich, wenn die Kamera raus ist. Jetzt. Okay. Das geht die Leute da draußen nichts an. Ist das korrekt so? Ja. Und dann werden die reingesteckt, ach, da damit. Kann man den draufsetzen? Draufsetzen und reinstecken. Das hat doch was von einem Falken, oder? Ja, schon. Ich glaube, wir nähern uns dem Ende des ersten. Ja. Muss das ganz rein? Ja, wärmer. Wir können das jetzt mal hier rausnehmen. Warte, mal noch nicht. Und dann ist es wieder nochmal raus. Ich will einmal kurz. Es ist einfacher, das reinzudrücken, als es raus. So ist es. Und hier fehlen auch noch zwei. Wie? Hier unten fehlen noch zwei. Gibt's denn einmal rein? Ist jetzt nicht so tragisch, aber kann man mal drauf achten. Ja, wer weiß, wer da geschlafen hat. Mhm. Wir beide. So, das kommt wieder ganz rein. Das kommen wir hier drauf. Da muss man nur ein bisschen friemeln, dann passt das. Hatten wir vorhin ja auch. Hast du drin? Ja. Gott sei Dank, das sieht richtig aus. So, das ist jetzt so rum, ne? Ja. Nee. Doch, doch. Echt? Ich glaube schon. Und hier ist ja das Rote, ist hier vorne, also so liegt es jetzt. Ja, ja, so passt es. Okay. Achso, rumdrehen auch noch. Jo. Kriegen wir hin. Das Rumdrehen haben wir auch nicht. So, jetzt kommt ein bisschen Gegenstabilität. Wo genau? Hier rein. Ah, jetzt taucht das Problem auf, von dem du vorhin gesprochen hast. Ja, weil das nicht auf meiner Höhe ist. What the fuck? Schön ist auch nicht. Das ist die falsche Seite. Hier hatten wir eigentlich gedacht, wäre das Problem. Warte mal, jetzt müssen wir mal ganz genau. Ja, das liegt hier falsch, deswegen. Da, warte. So liegt es genau, so liegt es auf dem Bild. So liegt es auf dem Bild. Das soll. Das soll hier hin. Doch hier hin. Also die. Die sind schon richtig. Ja, dann kommt das reingedrückt, dann genau. Ist es drauf. Dann ist es doch auf einer Höhe. Oh, oh Gott, das, ja genau. Das geht schon bald. Ja, das passt, das ist richtig so. Und dann halt reinstecken. Damit das fest ist. Genau, wir hätten das bloß nochmal machen müssen von der Gegenseite. Das habe ich nämlich vergessen. Das heißt, ich hole den nochmal raus. Muss ja doch nicht. Doch. Das kannst du auch von hier. Von hier ist das. Ja, nur dass es von außen ist hier. Hier von innen. Nein, guck doch mal. Der hier kommt von außen nochmal gegen. So. Sicher? Hier, siehst du, der guckt außen raus. Ja, bei innen ist das auch nochmal, siehst du das? Ja, haben wir doch hier. Ich nicht. Ich habe auch nur einen. Du hast auch nur einen, du brauchst keine zwei. Okay. Der andere sitzt draußen. Hier. Genau, in der Inne. Ja, genau, in der Ecke, genau. Okay, okay. Ganz genau so. Hey. Weil hier. Okay, das ist so. Dann kommen irgendwo nur diese grauen Blättchen hin. Und zwar hier drin. Ja, das ist korrekt. Das ist auch korrekt. Dann brauche ich aber noch einen. Wo kommt der hin? Der kommt dann halt hier hin. Oha, oha. Langsam wird's. Wo bist du gerade? Ach, du bist hier, ne? Ja. Okay, dann lass dich nicht machen, weil ich nicht weiß, was Sache ist. Ja, so, das gleiche, was hier Sache war. Ach, ist das andere Seite einfach nur. Ja, genau. Genau das gleiche, nur. Ne, das ist verkehrt. Dann brauche ich einmal so einen Arm. So, das zweimal. Einmal.
Na. Wo kommt der hin? Der lange, hast du den? Ach, die kommt da drauf. Genau. Ja. Okay, das kriegen wir hin. Folgen wir. Wir glauben doch an uns. Viermal. Ja, aber jetzt wieder umgedreht, ne? Jupp. Oh Gott. Jesus, ey. Oh Gott. Okay. Muss das so? Zwei blau und ein schwarzer, okay. Ja, aber so, ne, dass das wieder rausguckt, ne? Ja, auf einer Seite, ist mir klar. Ja, oder rausgucken, ist sehr wichtig. So, der kommt hier rein. Ne, die gucken gleich nicht mehr raus. So, weg ist er. Wie, wenn weg das, ist er? Wenn das jetzt falsch ist, ist es halt weg. Nein! Nein! So, das sind zwei. Oh oh. Oh oh. So. So, und hier dasselbe Spielchen. Drei. Hast du schon vierten gehabt? Ich habe jetzt insgesamt vier, ja. Gut. Sonst würden keine fehlen. Ich zeige dir auch gern, das sind diese hier. Die sind jeweils hier zwischen. Ja, nochmal. Nur noch mehr Anzahl, Stabilität. Ja? Ja. So, jetzt, jetzt wird es wieder kompliziert. Wo ist die Klappe? Da ist die Klappe. Oh, das kommt hier drauf. Die sind ja schon drauf. Moment, jetzt muss ich gucken. Bleibt. Ja, jetzt muss man gucken. Jetzt muss man genau gucken. Der bleibt einer frei. So. Dann kommen die hier rein. Genau, die grauen. Aber auf die Ecke, ne? Dass die innere Seite frei bleibt. Siehst ja, du? Genau. Puh. Jeder erfolgreiche Schritt ist ein guter. Die Platten kommen halt innen. Genau. Da passt schon was. Ach, da kommen diese Dinger nochmal. Das haben wir irgendwie übersprungen. Die kommen nämlich nochmal hier drauf. Okay. Kann man nachholen. Ja, die weißen. Die da kommt ja, das. Den Schritt haben wir verpasst. Den haben wir verpasst. Haben wir verpennt. Ist nicht so schlimm, aber der Rest passt. Also es ist nichts, was man nicht mehr nachholen könnte. Müsste man nur da hinten auch noch machen. Dann kann ich mich drum kümmern. Jetzt wollen wir noch wissen. Jetzt auch. Ich sehe es kommen, ich sehe es kommen. So. Das ist die Seite. Den brauche ich, Dankeschön. Und den hier brauche ich auch. Und jetzt lasse es das gut sein für die Party. Nein, da fehlt noch was. Wie gesagt, da fehlt noch. Was denn? Ist doch alles da. Nee, da. Den hast du schon. Hier die vier haben wir auch. Ja, aber hier irgendwas fehlt. Nee, nee, wir haben alles. Die Platten sind da. Ja, die haben wir gerade gemacht. Die Platte ist da, aber. Die nicht. Oh, ein Adlerauge. Eagle Eye. Der hier zwischenkommt. Hey. Hier, ne? Mhm. Und dann kommt halt noch der. Schon. Ah, ja, stimmt. Und der fehlt halt auch noch. Auf der Seite, genau. Genau, das ist versetzt. Hier versetzt, sind zwei frei. Genau. Hier sind auch zwei frei. Okay, okay, wir haben es drauf. Ist echt drauf. Wir haben jetzt den Flow. Hoffentlich. Oh Gott. Ey, Alter. Wollen die uns quälen oder was ist los? Ja, die letzten Schritte für die erste Tüte. Jetzt kommt der Kleinschrei. Gehört halt auch immer dazu, ne? Dann. Ist das richtig? Ja, ist richtig. 1, 2, 3, 4. Der ist auch fertig. Da kommt noch so ein Pinöckel rein. Genau, habe ich auch auf der meiner Seite. Ist das drin? Nee, das ist. Ach so, daneben. Ah ja, ich sehe schon. Ich sehe schon. Da kommt noch einer rein. Ja, da ist einer drin und da kommt der direkt daneben. Genau, habe ich. Bei mir auch halt. So. Hier genauso. Okay, dann brauchen wir diese komischen Flach. Hast du die schon gemacht? Diese abgeflachten, den einen? Wo soll der denn drauf? Vorhin fehlen eins. Die habe ich gemacht. Die habe ich gemacht.
Da, hast du die hier gemacht? Ja, den hast du gemacht. Okay, alles gut. Fertig! Echt? Ich glaube, wir haben es. Ja, und die? Die sind über. Kann nicht sein, da. Nee, oder? Die sind hier. Die sind alle drauf. Die sind über. Hier kommen keine hin. Nee, wir sind durch. Kann ich mir kaum vorstellen. Ist aber so. Irgendwas fehlt. Nein, nein. Doch. Nein. Doch. Was soll denn fehlen? Das sieht gut aus. Aber warum ist eine übrig und eine graue? Das kann nicht sein. Doch, sicher. Es ist auch immer mal so. Doch, doch. Das passt. Ich kontrolliere das gleich nochmal. Also offline gleich. Ja. Oh. Part 1. Mammut. Ja, Part 1. Leco mio, ey. Wir machen zwei Parts. Die Karte voll. Glaubst du? Wie viele Stunden? Ja, frag ruhig. 2 Stunden und 10. Okay. Ja, es ist stabil. So weit sind wir gekommen. Das kann man ruhig mal zeigen, wenn ihr wisst, was es werden soll. Das ist das Grundgerüst. In diesem Sinne. Bis zum nächsten zweiten Teil. Ciao.